Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Das heutige Thema befasst sich mit dem Sabbat und den heiligen Tagen. Aber es geht mir nicht hauptsächlich darum, Ihnen zu zeigen, dass diese Tage heute noch zu halten sind. Das habe ich bereits in vergangenen Predigten getan. Sondern heute geht es mir darum zu zeigen, wie man sie halten soll. Viele von Ihnen haben mir geschrieben und haben gefragt, ja, wie hält man denn den Sabbat, wie hält man denn die jährlichen Tage? Und als kurze Zusammenfassung zunächst einmal sollte uns allen klar sein und bewusst sein, dass sowohl der wöchentliche Sabbat, die Zeitspanne von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang, als auch gewisse heilige Festtage, 7 an der Zahl, heute von Christen zu halten sind. Also die Idee, dass Christus kam, alles dies abzuschaffen, die ist keineswegs richtig und wir hatten dies in vergangenen Predigten gesehen. Und die Idee, dass Christus kam, um den Sabbat mit dem Sonntag zu ersetzen und die heiligen Festtage, wie zum Beispiel das Passa oder die Tage der ungesäuerten Brote, denen wir ja jetzt entgegensehen, oder Pfingsten oder das Posaunenfest oder der Versöhnungstag oder das Fest der Laubhütten, das Laubhüttenfest, diese Tage durch Tage wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten oder Halloween oder Neujahr zu ersetzen, alle diese Vorstellungen sind natürlich verkehrt. Schauen Sie, diese Feste, die ich gerade erwähnt habe, wie zum Beispiel Ostern, was ja jetzt auch vor der Tür steht, das sind heidnische Feste. Die sind dem Heidentum entnommen worden. Ostern, der Name sogar, leitet sich bereits schon von der heidnischen Göttin Ostara ab oder Astarte. Das Weihnachtsfest wurde damals zu Ehren des Gottes Baal gehalten, des Sonnengottes Baal, lange bevor überhaupt Christus geboren worden war. Und die Tatsache, dass er keineswegs am 25. Dezember geboren sein kann, und die Tatsache, dass er keineswegs an einem Freitag gekreuzigt wurde, dass er keineswegs an einem Sonntag auferstand, dass aber diese heidnischen Götter angeblich zu diesen Tagen geboren sind und gestorben sind und wieder auferstanden sind, alles dies zeigt uns doch bereits, wo diese heidnischen Tage herkommen. Und dass sie dann ins Christentum übernommen worden sind, ist keinerlei Alibi für uns, sie heute zu halten. Nein, die Bibel macht klar und deutlich, dass wir heute nach wie vor den Sabbat halten sollen, die jährlichen Festtage halten sollen. Die wenigsten Christen, diejenigen, die sich Christen nennen, tun dies. Es gibt einige, die den Sabbat halten, aber keineswegs die heiligen Festtage, obwohl die heiligen Festtage auch Sabbat genannt werden in der Bibel. Und noch weniger wissen, wie man überhaupt den Sabbat und die heiligen Festtage halten soll. Die wenigsten wissen es eigentlich, wie man es auf die richtige Weise tut. Es gibt da viele Vorstellungen und Ideen. Manche meinen, man müsste sich jetzt an das Vorbild der Juden wenden. Und vor allen Dingen der orthodoxen Juden, wie die zum Beispiel den Sabbat in Israel halten, in Jerusalem. Und wir sollten begreifen, dass Christus sehr stark die Pharisäer und die Sadduzäer damals dafür angegriffen hat, dass sie aus dem Sabbat und aus den heiligen Festtagen ein Joch gemacht haben. Und er hat ihnen gesagt, wie ihr das tut, wie ihr dies haltet, das ist verkehrt, das ist nicht im Sinne Gottes. Und vielfach ist heute im orthodoxen Christen, orthodoxen Judentum, würde ich einmal sagen, der Sabbat nach wie vor auf diese Weise gehalten. Und da kommen dann unglaublich paradoxe Entwicklungen zustande, wie zum Beispiel jemand, dem gesagt wird, er dürfe am Sabbat keinen Fahrstuhl benutzen. Und er lebt also im 7. Stock in einem Hotel und er muss dann die Treppe herunterlaufen mit seiner Familie, seinen Kindern, um in die Synagoge gehen zu können und kommt dann nachher wieder aus der Synagoge zurück und muss also die Treppen dann 7 Stockwerke hoch ersteigen, weil er keinen Fahrstuhl benutzen darf, weil das eine falsche Auffassung ist, die sich aus einer Stelle im Alten Testament herleitet, wo es heißt, man soll kein Feuer am Sabbat anmachen. Aber es hatte damit zu tun, dass damals an der Stiftshütte gebaut wurde. Und Gott sagte den Israeliten, ihr sollt aber am Sabbat nicht weiter an der Stiftshütte bauen. Und die orthodoxen Juden nehmen die Stelle so, dass sie sagen, man darf am Sabbat kein Feuer anmachen und nicht einmal eine Kerze anzünden oder wie auch immer, die das jetzt sehen wollen. Kerze vielleicht schon, aber keinen Lichtschalter, keine Elektrizität haben und von daher darf man keinen Fahrstuhl benutzen. Schauen Sie, wie unglaublich pharisäisch diese Auffassung ist. Und das ist genau das, was Christus angeklagt hat. Er sagt, ihr habt aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Aber der Sabbat ist ein Tag der Freude. Der Sabbat ist ein Festtag. Er sagte auch, der Mensch war zunächst einmal da. Es heißt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Schauen Sie, eine sehr wichtige Ausdrucksweise. Zunächst kommt der Mensch,
Und dann wird dem Menschen gezeigt, wie er den Sabbat heilig halten kann. Gott hat den Sabbat heilig gemacht. Daraus ergibt sich bereits, dass diese Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang heilig ist, zu einem heiligen Zweck ausgesondert ist, einem Zweck der Freude, dass man sich an Gott und seiner Schöpfung und an dem, was Gott tut, für uns erfreut. Er ist kein Tag des Leids, er ist kein Tag des Jochs. Christus sagte, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Schauen Sie, die Pharisäer haben aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Ich erinnere mich an die berühmte Stelle von Karl Zuckmayer am Hauptmann Köpenick, wo er sagte oder den Vogt sagen lässt, zuerst kommt der Mensch, dann kommt die Menschenordnung. Schauen Sie nicht andersherum. Es gibt heute Diktaturen. China, Russland wird nach wie vor wieder eine solche Diktatur. Nordkorea, wo genau das der Fall ist. Zunächst kommt da die Ordnung, wie Sie also das bezeichnen, diese Diktatur. Und dann kommt der Mensch, der dieser Ordnung unterjocht ist. Das ist keineswegs im Sinne Gottes. Und so ist es auch mit dem Sabbat der Fall. Christus kam, um uns zu zeigen, wie der Sabbat zu halten ist. Er kam keineswegs, um uns zu zeigen, dass der Sabbat abgeschafft sei. Im Gegenteil, er sagte, er ist der Herr des Sabbats. Er ist derjenige, der uns mit Autorität zeigt, durch seine Lehren und durch wie er gelebt hat, wie der Sabbat zu halten ist. Und er hat die Pharisäer und die Sadduzäer und die Herodianer und alle die anderen Sekten sehr stark dafür verurteilt, dass sie aus diesem Sabbat ein Joch gemacht haben mit Regulierungen und mit Vorschriften, die sie erfunden haben. Ihre Motivation mag gut gewesen sein, sie wollten, dass man den Sabbat nicht mehr bricht. Sie wussten, verstanden, dass damals Israel aufgrund des Sabbatbrechens unter anderem in die Gefangenschaft geführt wurde. Sie verstanden dies. Und so haben sie jetzt unglaublich viele Regulierungen dann erlassen, damit man nicht an den Kern sozusagen des Sabbatgebotes überhaupt herankam. Aber dadurch haben sie ein Joch aus dem Sabbat gemacht und das ist genau das, was Christus uns verboten hat zu tun. Schauen wir uns einmal im 3. Mose Kapitel 23 die Verse 1 bis 3 an. Da wird nämlich der Sabbat näher beschrieben. Schauen wir uns an, wie er beschrieben wird. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn. Also was jetzt kommt, sind die Feste des Herrn, Festtage, die man festlich begehen soll, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Mit anderen Worten, man soll sich, wenn man kann, am Sabbat in einer heiligen Versammlung versammeln, mit Gleichgesinnten. Nun, ich gehe noch darauf ein, für einige ist das zurzeit nicht möglich, weil sie zerstreut leben. Aber auch da soll es eine heilige Versammlung zu Hause geben, auch wenn sie der Einzige sind, der den Sabbat hält. Und ich werde Ihnen auch gleich zeigen, wie das zu machen ist. Der Sabbat ist eine heilige Versammlung, eine heilige Zeit. Und er sagt es, dies sind meine Feste. Und er beginnt, 6 Tage sollst du arbeiten, also was du zu arbeiten hast, sollst du in 6 Tagen erledigen. Der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn er ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Also wo immer sie auch wohnen mögen, wo immer sie leben mögen, wenn sich der Sabbat naht, dann beginnt für sie eine heilige Zeit. Und das soll man beachten. Man soll beachten, dass diese Zeit heilig ist und nicht für profane Dinge verwendet werden soll. Wenn es heißt, ihr sollt keine Arbeit tun, andere Stellen sagen uns, mit Ausnahme dessen, was man zum Beispiel tun muss, um sich Essen, das herzustellen. Aber es geht hier um die Werktagsarbeit. Also zum Beispiel, wenn Sie einen Beruf haben, wenn Sie arbeiten, dann sollen Sie diese Werktagsarbeit am Sabbat nicht verrichten. Das ist eindeutig hier. Nun, das ist ein großes Testgebot für viele, die sagen, ja, wenn ich aber meinen Beruf am Sabbat nicht ausübe, dann verliere ich meine Arbeit. Da kommt Glaube hinzu. Da geht es darum, ob man jetzt Gott vertrauen will, ob man jetzt glauben will, dass Gott dann auch Gelegenheiten schaffen wird, dass wir seine Gebote halten können oder nicht. Es gibt Ausnahmefälle, der sogenannte Ochse im Brunnen, aber das sind Ausnahmefälle, die nicht geplant sind. Wenn man plant, am Freitag den Ochsen in den Brunnen zu schmeißen, nur dass man ihn am Samstag herausholen kann, das ist nicht der Sinn der Sache.
Also zunächst einmal geht es darum, diese Tage sind heilige Tage. Und dann werden dann auch die jährlichen Festtage im gleichen Zusammenhang beschrieben, wenn Sie weiterlesen. Angefangen in Vers 4. Also diejenigen wie zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten, die lehren, man muss den Sabbat halten, den wöchentlichen Sabbat, aber man braucht die Festtage nicht mehr zu halten. Die sind total inkonsequent. Total inkonsequent. Denn wenn man die jährlichen Festtage, die ja auch Sabbate sind, nicht hält, verstößt man gegen das Gebot Gottes, wo man erkannt hat, dass man den wöchentlichen Sabbat halten muss. Nun, andere lehren uns, diese Tage sind alle nicht mehr zu halten, wie ich eben sagte. Nun, die katholische Kirche ist ehrlich genug, uns zu sagen, die Bibel lehrt das keineswegs. Die Bibel lehrt von Anfang bis Ende, der Sabbat ist zu halten. Aber die katholische Kirche, so sagen sie, so lehren sie, aufgrund ihrer Machtbefugnis, haben entschieden, dass der Sabbat nicht mehr zu halten sei und dass jetzt der Sonntag zu halten ist. Nun, sie müssen sich entscheiden, ob sie dieser, in Anführungszeichen, Machtbefugnis folgen wollen oder nicht. Aber die protestantische Kirche, die lutherische Kirche und auch andere Kirchen, die sich noch nicht einmal der lutherischen Kirche unterstellen wollen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die lehren, der Sabbat ist nach wie vor auch nicht zu halten und versuchen dann krampfhaft aus der Bibel irgendwelche Stellen herauszuziehen, die das beweisen sollen und versagen dabei kläglich. Aber sie wollen sich der katholischen Kirche natürlich nicht unterstellen, die zumindest zugibt, dass die Bibel den Sabbat lehrt und kommen damit irgendwelchen hirngespinstigen Ideen. Sie sagen, ja, Christus kam, um die 10 Gebote abzuschaffen, um sie dann mit neuen Geboten zu ersetzen, aber nicht mit dem Sabbat. Wo doch Christus deutlich gezeigt hat, von Anfang bis Ende, wie der Sabbat zu halten ist. Wo doch die Apostel den Sabbat klar und deutlich gehalten haben. Wo Paulus den Heiden gesagt hat, ihr sollt mir folgen, wie ich Christus folge. Christus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Paulus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und er kam zu den Heiden damals und hat sie am Sabbat belehrt. Im Hebräerbrief, so heißt es, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat weiterzuhalten. Okay, die katholische Kirche sieht das zumindest ein. Die evangelische Kirche, die versucht das irgendwie krampfhaft auf andere Weise zu begründen. Luther hat sogar klar und deutlich gesagt, dass die Bibel die Sabbateinhaltung lehrt, aber er wollte nicht, dass man vom Sabbat auf, oder vielmehr auf dem Sonntag, den Sonntag ablegt und auf den Sabbat zurückgeht, weil er einen unnötigen Aufruhr im Volk vermeiden wollte. Der Sabbat ist nach wie vor zu halten. Und die Frage ist zunächst einmal jetzt, was ist unsere innere Einstellung hierzu? Wie halten wir ihn? Innerlich. Bevor ich dann auf die äußere Verhaltensweise eingehe. Nun, zunächst einmal geht es darum, dass wir erkennen, es ist Jesus Christus, der Herr des Sabbats. Es ist derjenige im Alten Testament, der den Sabbat erschaffen hat. Denn Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Unter anderem auch die Menschen, Adam und Eva. Und er war es derjenige, der dann den Sabbat als eine heilige Zeitspanne festgesetzt hat für den Menschen. Und er sagt uns und zeigt uns, wie man ihn halten soll. Und er wird als ein Festtag beschrieben. Nun, ein Festtag, das ist ein Tag, an dem man nicht unbedingt fastet. Schauen Sie, ein Fasttag ist ja nicht unbedingt ein Festtag, ein Tag der Freude. Es gibt nur einen heiligen Sabbat, an dem gefastet werden muss, und das ist der Versöhnungstag. Aber ich habe auch hierüber bereits schon eine Predigt gegeben und Ihnen gezeigt, dass selbst am Versöhnungstag ein Element der Freude mitschwingt. Nun, das Passa wird auch als ein Fest bezeichnet, obwohl es kein heiliger Tag ist. Aber es ist eine Zeitspanne, wo getaufte Mitglieder der Kirche Gottes sich zusammentun, um die Symbole des Passa zu sich zu nehmen. Brot und Wein. Und obwohl das eine sehr ernste Angelegenheit ist, weil wir an den Tod Jesu Christi denken, auch da schwingt ein Element innerer Freude mit, wie Christus sich deutlich gesagt hat zu den Jüngern, als sie das Passa nahmen. Also am Sabbat zu fasten, regelmäßig zu fasten, ist mit Sicherheit nicht Sinn der Sache. Nun, das bedeutet nicht, dass man nicht hin und wieder am Sabbat fasten kann, aber man sollte sich darüber klar sein, dass der Sabbat grundsätzlich ein Tag der Freude ist, ein Festtag und kein Fasttag. Und diese Freude wird auch an den heiligen Tagen zum Ausdruck gebracht. Es gibt da Stellen, zum Beispiel im Buch Nehemia im 8. Kapitel, wo vom Posaunenfest die Rede ist. Oder im 5. Buch Mose, Kapitel 12, von dem Lauchhüttenfest wird da gesprochen. Und das sind alles Tage, die als fröhliche Tage bezeichnet werden. Und das gleiche gilt auch für den Sabbat. In 3. Mose 23 und in Vers 40 wird zum Beispiel vom Laubhüttenfest gesprochen,
auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Und da heißt es am Ende dieses Verses, ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Schauen Sie, das Laubhüttenfest ist eine Zeitspanne von 7 Tagen, die dann mit einem weiteren Tag, dem letzten großen Tag, abschließt. Der erste Tag des Laubhüttenfestes und dieser letzte große Tag sind auch heilige Tage. Die andere Zeitspanne ist nicht unbedingt eine heilige Zeitspanne, aber es ist eine Zeitspanne, wo wir fröhlich sein sollen, das gesamte Laubhüttenfest begehen sollen, als eine Versammlung. An allen diesen Tagen wird eine Versammlung stattfinden. Und wir haben ja bereits schon bestimmt, dass das Laubhüttenfest hier für den deutschsprachigen Raum dieses Jahr im Norden von Wales gehalten wird. Und wenn Sie da Fragen haben, dann sollten Sie auf jeden Fall mich dazu fragen und befragen. Aber wir kommen ja bald nach Deutschland und werden dann auch diejenigen, die daran interessiert sind und die zu uns kommen, mit uns sprechen wollen, darüber aufklären, wie das dann zu handhaben ist. Es geht um einen fröhlichen Tag, einen Tag der Freude. Es geht aber auch darum, dass man diesen Tag seine Geschäfte nicht begeht, dass man sogenannte Freizeitvergnügungen nicht begeht. Nun, wenn ich von Freude spreche, spreche ich von innerer Freude. Ich spreche keineswegs von der Freude, die sich heute die meisten Menschen so vorstellen. Es geht nicht darum, jetzt in eine Disco zu gehen am Freitagabend oder sich ins Theater zu begeben, um dort einen Film sich anzuschauen oder zu einem Fußballspiel sich anzuschauen. Schauen Sie im Buch Jesaja, Kapitel 58, da wird uns klar und deutlich gesagt, wie wir den Sabbat halten sollen. Jesaja Kapitel 58, und das gilt nicht nur für den wöchentlichen Sabbat, es gilt auch für die heiligen Tage, die ja auch Sabbate sind. Es geht aber auch darum, dass dies hier eine Prophezeiung für die Zukunft noch ist. Es geht nicht nur um die damalige Zeit. Also Jesaja sagt uns heute, wie wir den Sabbat zu halten haben. Jesaja Kapitel 58, lesen wir die Verse 13 bis 14. Und in meiner Lutherbibel steht hier die Überschrift, Segen, der Sabbat, Heiligung. Darum geht es. Wenn man den Sabbat auf richtige Weise begeht oder heiligt, dann wird man dafür gesegnet von Gott. Und schauen wir uns einmal an, was hier geschrieben steht, Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage, schauen Sie, es ist nicht der heilige Tag der Juden, es ist noch nicht einmal ihr heiliger Tag, es ist Gottes heiliger Tag. Gott ist derjenige, der diesen Tag heilig gemacht hat und der von uns erwartet, dass wir ihn heilig halten. Und so sagt er hier, wenn du also am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, also über Dinge diskutierst für mehrere Stunden, die mit dem Sabbat gar nichts zu tun haben, dann, Vers 14, wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Was ist das Erbe deines Vaters Jakob? Es geht darum, über die Welt zu herrschen. Abraham war ja derjenige, dem prophezeit wurde, er würde Erbe der Welt sein. Wenn Jesus Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten und über die Erde zu herrschen, dann sollen sie ja, wenn sie bekehrte Christen sind, mit ihm und unter ihm herrschen. Hier eine Voraussetzung wird klar und deutlich uns gegeben. Wir müssen den Sabbat halten. Jemand fragte mich einmal, werden Sie im Reich Gottes sein, obwohl Sie nie den Sabbat gehalten haben? Die Antwort ist nein. Der Sabbat ist eines der 10 Gebote. Wie können Sie meinen, dass Gott Ihnen Zutritt gewährt in sein Reich, wenn Sie eines der Gebote kontinuierlich verleugnen, übertreten? Ich würde zum Beispiel niemanden taufen, um das gleich zu sagen, der nichts über den Sabbat weiß und der den Sabbat nicht hält. Denn wie kann er Sünde bereuen, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes, wenn er noch nicht einmal weiß, dass er in solch grundlegenden Dingen sündigt. Aber schauen wir uns einmal jetzt genauer an, was hier beschrieben steht. Vor vielen Jahren hat das Ambassador College in Deutschland eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Gottes Sabbat, ein Tag der Freude. Und
Wie gesagt, hier wird 1970 angegeben als der Zeitpunkt der Veröffentlichung, aber was hier geschrieben steht, ist nach wie vor sehr wichtig und sehr richtig. Und ich möchte Ihnen jetzt einiges vorlesen aus dieser Broschüre, die sich mit dieser Stelle hier befasst. Da heißt es: Was ist mit den in diesen Versen genannten Begriffen Gänge, Geschäfte und Geschwätz im Prinzip gemeint? Mit Gängen sind die werktäglichen Verrichtungen und Laufereien gemeint, wie der Weg zur Arbeitsstätte, Geschäfts- und Finanzangelegenheiten und alles, was mit dem Lebensunterhalt zusammenhängt. Mit anderen Worten, die Tätigkeiten, denen man wochentags nachgeht, sollen unterbleiben. Dazu zählen alle Arbeiten, die zur Beschaffung von Nahrung und Bekleidung nötig sind und die körperliche Anstrengungen erfordern oder erforderlich machen, also jegliche Art von Hausarbeiten, und ich werde gleich noch darauf kurz eingehen, Nähen, Putzen, Autowaschen und dergleichen. All das dient zur Aufrechterhaltung und Vermehrung des materiellen Bedarfs und gehört zu den während der Arbeitswoche zu erledigenden Aufgaben. Zu Geschäften oder besser Beschäftigungen und Vergnügungen zählen die Freizeitbeschäftigungen. Solche zu meiden bedeutet zwar nicht, den Sabbat zu einem Tag strengster Enthaltsamkeit zu machen, aber prinzipiell sollen Gedanken, Zeit und Energie nicht für Hobbys, Sport und sonstige Vergnügungen verwendet werden. Für Tätigkeiten wie Schwimmen, also ans Meer zu gehen, wie das viele Juden heute tun am Sabbat, Angeln, Kartenspielen, Kino, Fernsehen, Bootfahren und dergleichen ist der Sabbat nicht geschaffen worden. Nehmen Sie doch einen beachtlichen Teil unserer Zeit in Anspruch. Dasselbe gilt für alle zeitbeanspruchenden Hobbys wie Basteln, Briefmarken sammeln und so weiter. Unsere Freizeit während der Woche ist hierfür besser geeignet. Bei Geschwätz könnte zur Erklärung der Satz zugrunde gelegt werden: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Gemeint ist, die Dinge des Alltags nicht zum Gesprächsthema werden zu lassen. Wenn man sich also am Sabbat für längere Zeit über den Beruf unterhält, über Hobbys unterhält, über Sportveranstaltungen unterhält, über Filme und so weiter und so fort, das ist nicht der Sinn der Sache. Nun, wir fehlen alle Fehlen der Beziehung. Wir müssen uns darauf konzentrieren, zu begreifen, dass der Sabbat eine heilige Zeit ist. Und insoweit auch dies anzuerkennen und unser Verhalten danach auszurichten. Dies ist, heißt es hier auch, zugegebenermaßen wohl am schwierigsten einzuhalten. Es mag uns zwar gelingen, unsere Arbeit und unsere Vergnügungen hinanzusetzen, doch unseren Gedanken über diese Dinge Einhalt zu gebieten, ist nicht so einfach. Dennoch wäre es verfehlt, wichtig, sich pharisäerhaft zu verhalten. Das ist das andere Extrem, in das man geraten kann. Der Sinn kann nicht sein, keinerlei materielle Dinge erwähnen oder besprechen zu dürfen. Es geht beispielsweise kein Gebot, das uns befiehlt, du darfst am Sabbat nicht länger als 30 Sekunden über Autos sprechen. Man kann diesem Prinzip nicht besser entsprechen, als wenn man sich immer den eigentlichen Sinn und Zweck des Sabbats vergegenwärtigt. Nun, wir hatten jetzt von Hausarbeit gesprochen, von der Tatsache, dass man nicht sich Nahrung beschaffen soll am Sabbat. Damit ist gemeint, man soll nicht am Sabbat in Geschäfte gehen und dort einzukaufen, grundsätzlich. Es sei denn, eine Notlagesituation liegt vor. Aber vielfach liegt keine solche vor, die man nicht beheben kann, wenn man richtig plant. Und dafür ist der Vorbereitungstag notwendig und gegeben worden, der Freitag. Der wird auch der Vorbereitungstag genannt in der Bibel. Der ist der Tag, an dem man eben sich vorbereiten soll auf den Sabbat. Schauen wir uns einmal an, was die Broschüre hierzu zu sagen hat, unter Vorbereitung auf den Sabbat. Um nicht am Sabbat unsere Gedanken auf alle möglichen noch zu erledigenden Dinge richten zu müssen, hat Gott zum Beispiel in 2. Mose 16, die Verse 23 bis 25 angeordnet, dass alles umfangreiche Kochen, Braten, Backen und so weiter schon am Tage vorher abgeschlossen sein soll. Es ist nicht im Sinne Gottes, wenn man an seinem Sabbat noch viel Küchenarbeit zu leisten hat. Bedeutet dies nun, dass wir am Sabbat keine sorgsam zubereitete, reichhaltige Mahlzeit einnehmen dürfen? Keineswegs. Der Sabbat ist ja ein Festtag. Nur sollen die notwendigen Verrichtungen und Vorbereitungen schon am vorhergehenden Tage getan werden, wenn man das kann. Nun, das heißt, es gibt natürlich Speisen, die nicht schon am Tage vorher zubereitet werden können oder brauchen. Rühreier oder Spiegeleier würde man kaum am Freitag zubereiten, um sie am Sabbat essen zu wollen. Schauen Sie, es kommt hier wiederum auf die richtige Balance an. Es kommt darauf an, dass man sich selbst die Frage stellt, was ist in Gottes Augen unter diesen Prinzipien die richtige Art und Weise, dies
durchzuführen. Die Frage, die hier gestellt wird, Reisen am Sabbat. Wie verhält es sich mit Reisen am Sabbat? Es herrscht weithin Unklarheit über Apostelgeschichte 1 vor, wo von einem Sabbatweg die Rede ist. Hierbei handelt es sich um einen traditionellen Brauch der Juden, der möglicherweise heute noch im orthodoxen Judentum vorherrscht, der aber keineswegs aus der Bibel stammt. Gott sagt nirgendwo, man darf am Sabbat nur so viele Schritte tun. Gleichwohl, man sollte am Sabbat, und ich lese hier weiter aus dieser Broschüre, keine Wege zu Fuß oder mit dem Auto zurücklegen, die einen so beanspruchen, dass man sich nicht mehr zum Beten und zum Bibelstudien Zeit nehmen kann. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, warum begeht man eine Reise am Sabbat? Was ist der Grund? Solange kein ausgesprochenes Wandern daraus wird, ist ein erfrischender Spaziergang aus göttlicher Sicht durchaus erlaubt. Auch ein Familienpicknick in der frischen Luft ist statthaft, wenn kein allzu langer oder ermüdender Anmarsch dazu nötig ist. Also einige haben gefragt, kann ich zum Beispiel am Sabbat mit einem unbekehrten Verwandten zusammenkommen? Natürlich können sie das. Schauen Sie, wenn Christus, als er hier auf Erden lebte, wie viele bekehrte Menschen gab es damals? Niemanden! Schauen Sie, er ging am Sabbat in die Synagoge, er wurde dann aufgefordert zu lehren, hat das hin und wieder getan. Er war am Sabbat bei einem Pharisäer eingeladen, hat dort mit dem gegessen, hat dadurch auch gezeigt, durch seine Taten und durch seine Worte, wenn es angebracht war, wie man den Sabbat hält. Er hat viele Heilungen vollführt am Sabbat, wo die Menschen zu ihm kamen und sich von ihm heilen lassen wollten. Und die Pharisäer, die waren dagegen. Die sagten, nein, ihr sollt euch am Sabbat nicht heilen lassen. Das muss man an anderen Tagen tun. Aber schauen Sie, das Problem ist, wenn man natürlich meint, als Arzt jetzt am Sabbat tätig zu sein oder als Krankenschwester, da liegt ein Problem vor, denn das ist ihr Beruf. Schauen Sie, darum ging es ja Christus keineswegs. Er war ja nicht als Beruf Arzt. Also er hat aber diese guten Dinge getan und er hat auch die Menschen wirklich geheilt. In den meisten Fällen heute können Ärzte und Krankenschwestern niemanden heilen. Das wissen wir nur zu gut. In den meisten Fällen, wenn man ins Krankenhaus hineingeht, kommt man aus dem Krankenhaus kränker heraus, als bevor man hineingegangen ist. Wer eine Reise am Sabbat plant, sollte sich vorher folgende Fragen stellen. Was ist der Anlass zu meiner Reise? Ist sie unumgänglich? Findet sie statt zu Gottes Ehre und zur Heiligung seines Sabbats? Oder gilt sie lediglich dem eigenen Vergnügen, das dem Kontakt mit Gott abträglich ist? Zum Beispiel, man kann ohne weiteres am Sabbat, man sollte es sogar, mit dem Auto zu einer Versammlung fahren, auch wenn die eine Stunde oder vielleicht sogar mehrere Stunden entfernt ist. Wenn das ihre einzige Möglichkeit ist, das kann man ohne weiteres tun, das sollte man tun. Ich habe von Fällen gehört in Afrika, wo Menschen 7, 8 Stunden lang gewandert sind, um am Sabbat mit Gleichgesinnten den Sabbat halten zu können, in einer Versammlung. Also das nenne ich eine Zielvorstellung. Der Grund ist wiederum der, warum tut man es? Man tut es, um Gottes Gebote zu befolgen, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, wenn es möglich ist. Wenn man aber eine Reise begeht, um dann eine Sportveranstaltung besuchen zu können, dies aber am Sabbat bereits noch tut, dann ist das nicht unbedingt Sinn der Sache. Auch hier wiederum geht es um die Balance. Nebenbei gesagt, wenn Sie Kinder haben, die sollten am Sabbat nicht in die Schule gehen. Wir haben in Deutschland vor vielen Jahren sogar eine Gerichtsentscheidung erhalten vom höchsten Gericht, die uns zeigt und sagt, dass unsere Kinder am Sabbat nicht in die Schule gehen brauchen, dass sie auch an den Festtagen, wie zum Beispiel auf Hüttenfest, die ganze Zeit hindurch nicht am Schulunterricht teilnehmen müssen. Die Balance ist wichtig. Wie zum Beispiel steht es mit Lebensmitteleinkäufen am Sabbat? Die Frage wird auch hin und wieder gestellt. Nun in Matthäus 12. Die Verse 1 bis 5 zeigt Christus klar und deutlich, dass es nicht verboten ist, sich am Sabbat Nahrung zu besorgen, falls man hungrig ist und nichts zu essen bei sich hat. Das war die berühmte Stelle, wo die Jünger am Sabbat die Ähren ausrauften, um ihren Hunger zu befriedigen. Und die Pharisäer haben sie natürlich gleich wieder angeklagt und verurteilt dafür. Und Christus sagte, warum verurteilt ihr die Unschuldigen? Also Christus machte dies deutlich. Befindet man sich zum Beispiel aus irgendeinem Grunde am Sabbat auswärts, zum Beispiel einige von ihnen, die am Sabbat zur Versammlung fahren, da heißt es hier, es ist kein Unrecht, in einem Restaurant eine Mahlzeit einzunehmen während dieser Zeit. Es gibt Menschen, besonders in Großstädten, die keine Kochvorrichtung zu Hause haben. In solchen Fällen ist es durchaus zulässig, sich am Sabbat etwas Essen zu kaufen. Aber hier wird auch ein Kaviat erwähnt. Vielleicht wäre das aber ein Grund, sich nach einer Wohnung mit Kochgelegenheit umzusehen. Also es ist nicht unbedingt das Beste, jeden Sabbat in ein Restaurant zu gehen, um dort zu essen.
oder sogar am Sabbat dann in Geschäfte zu gehen, um sich etwas zu kaufen, wenn man es am Freitag nicht tun kann. Schauen Sie, es geht wiederum darum, was ist in Gottes Augen das Richtige. Er hatte den Menschen damals zur Zeit des Mose gesagt, als er das Manna denen gab. Er gibt es ihnen für 6 Tage, am 7. Tag gibt es kein Manna. Ihr sollt also dann am 6. Tag genug sammeln für den 7. Tag. Nun, einige haben das auch wiederum anders gesehen und gingen dann am 7. Tag heraus, am Sabbat, um das Manna sammeln zu können. Da gab es dann keins und Gott wurde sehr zornig darüber. Fernsehen und Radio. Nun, Radio ist vielleicht heute nicht mehr so populär wie damals, Jahr 1970, als dies geschrieben wurde. Fernsehen, sagen wir mal, und Computer. Internet. Sehr oft wird die Frage an uns herangetragen, ob Fernsehen und Radio hören oder Internet surfen am Sabbat erlaubt sei. Auch hierzu hat Gott keine speziellen Anweisungen gegeben. Das Grundprinzip ist jedoch klar. Gottes Sabbat ist heilig. Das übliche Fernsehprogramm besteht überwiegend aus Sportberichten, Fußballübertragungen, Unterhaltungsfilmen, Varieté-Shows und ähnlichem. Solche Programme anzusehen, trägt in keiner Weise dazu bei, den Sabbat heilig zu halten. Nun, es mag Filme geben, die zur Heilighaltung des Sabbats beitragen. Auch hier wiederum kommt es auf die richtige Balance an, die richtige Einstellung. Aber es sollte eine Einstellung sein, die dem göttlichen Wesen entspricht. Es heißt hier weiter, man sollte davon absehen, die so wertvolle Zeit des Sabbats vor dem Fernsehgerät zu verbringen. Dasselbe gilt für das Radio. Ich ergänze, dasselbe gilt für Computer heutzutage. Facebook und dergleichen. Es gibt jedoch Ausnahmefälle. So ist zum Beispiel es kein Unrecht, sich am Sabbat die Nachrichten anzusehen oder anzuhören. Gelegentlich werden am Sabbat auch Dokumentarberichte gesendet, die beispielsweise veranschaulichen, wie sich die biblischen Prophezeiungen erfüllen. Ich habe Filme gesehen am Sabbat, die in wunderbarer Weise zeigen, wie herrlich Gott alles erschaffen hat. Die Handlungen zum Beispiel auch von Tieren, die in keinster Weise durch Evolution begründet erklärt werden können. Solche Ausnahmen sind jedoch nicht als Freibrief zu sehen, um stundenlang vor dem Fernsehschirm oder Radio zu sitzen oder vor dem Computer. Damit würde man das Sabbatgebot natürlich brechen. Nun, wenn Sie den Computer dazu benutzen, wie ich gleich noch erwähnen werde, um sich unsere Predigten anzuhören, das ist absolut gerechtfertigt. Das ist sogar eine sehr wunderbare Sache, die man tun sollte am Sabbat. Schauen Sie, es geht um den Zusammenhang, es geht darum, warum man etwas tut. Auch entspannende, angenehme Musik kann am Sabbat angebracht sein. Vermag sie doch, die ruhevolle und erholsame Atmosphäre zu beleben, die zum Sabbat gehört und ihn zu einem besonderen Tag der Freude machen kann. Sich jedoch stundenlang leichte oder sogar seichte Unterhaltungsmusik anzuhören, nur um sich die Zeit am Sabbat zu vertreiben, ist Sünde. Und wenn es um Vertreibung von Zeit geht, den ganzen Sabbat hindurch im Bett zu liegen und zu schlafen, das ist nicht Sinn des Sabbats. Gott freut sich hingegen besonders, wenn wir an diesem Tage Lieder und Psalmen zu seiner Ehre singen oder uns solche anhören. Auch das ist etwas, was wir in den Versammlungen tun. Wir haben unsere eigenen Lieder, die wir dann singen. Und Sie können das auch zu Hause tun. Und wenn Sie wissen wollen, wie, dann kontaktieren Sie mich. Wir schicken Ihnen gerne Informationen dazu zu. Einige haben bereits dies von uns empfangen. Wir haben unsere Gesangbücher, wir haben unsere Lieder auf CDs, die wir singen können. In Versammlungen tun wir das ohnehin, aber es besteht keinerlei Grund, es nicht auch während der anderen Zeit zu tun. Versammlungen am Sabbat. In 3. Mose 23, Vers 3, das hatten wir eben gelesen, ist von einer heiligen Versammlung am Sabbat die Rede. Genauer gesagt von einer befohlenen Versammlung. Aber im Neuen Testament, in Hebräer 10, Vers 25, ist davon die Rede. Dies bedeutet, dass wir uns am Sabbat mit der Gemeinde Gottes versammeln und uns Gottes Wort durch seine Diener verkünden lassen sollen. Das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb Gott nicht wünscht, dass wir uns am Sabbat wie an jedem anderen Tag beschäftigen. Aber hier eine wichtige Bemerkung. Es wäre jedoch unnütz, sich einfach mit irgendeiner beliebigen religiösen Gruppe zusammenzufinden. Es muss sich dabei um Gottes Gemeinde handeln. Man muss ausfindig machen, wo sich diese wahre Gemeinde Gottes trifft. Viele von Ihnen haben mich gefragt, wo sich die Kirche Gottes, die Kirche des ewigen Gottes trifft. Wir werden darüber bei unserem Deutschlandaufenthalt sprechen.
Es gibt aber leider heute in Deutschland, der Schweiz, Österreich noch nicht viele Gemeinden der Kirche des ewigen Gottes. So haben viele von ihnen nicht die Möglichkeit, es sei denn an bestimmten Tagen, sich am Sabbat mit der Gemeinde Gottes zu treffen. Aber wir sind auch mit Gott geistlich vereint am Sabbat und wir sollten durchaus Gemeinschaft haben mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus, selbst wenn wir keine physische Gemeinschaft gegenwärtig mit einigen Gemeindemitgliedern haben können. Schauen Sie, als damals zur Wahrheit kam in Deutschland, ich habe für Jahre hindurch den Sabbat alleine halten müssen, weil ich keinerlei Kontakt finden konnte mit einer Gemeinde der Kirche Gottes, bis dann Gott diesen Weg eröffnet hat für mich. Ich habe aber gleichwohl Gemeinschaft gehabt, im Geiste, mit den Gemeindemitgliedern, obwohl ich die gar nicht kannte, und mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Und habe versucht, so gut es ging, so wie ich es verstand, und ich kam ja auch immer mehr und mehr in die Erkenntnis Gottes hinein, den Sabbat auf richtige Weise zu halten. Je mehr ich lehrte und lernte, wie das zu tun ist. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das für Sie zu tun ist, wenn Sie zurzeit noch nicht in der Lage sind, sich mit anderen Gemeindemitgliedern zu versammeln. Aber zum Beispiel, wenn es um das Laubhüttenfest geht, da würde ich meinen, dass jeder, der die Wahrheit erkannt hat, das Laubhüttenfest zu halten, alles daran setzen sollte, es mit uns in North Wales zu halten, dieses Jahr. Und wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen, da bin ich mir sicher. Es geht auch darum, dass wir nicht versuchen sollten, andere zu verurteilen, wie sie den Sabbat halten. Ein Prinzip findet sich in 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 31. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 31. Da ging es darum, dass einige an gewissen Tagen fasten wollten während der Woche und andere nicht. Und die, die fasten wollten, die verurteilten die, die nicht fasteten. Und die, die nicht fasteten, die sahen als lächerlich an, dass die anderen fasten wollten. Und Paulus schreibt hierüber und er sagt in Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Schauen Sie, einige können am Sabbat gewisse Dinge tun, so merkwürdig das auch klingen mag, was andere nicht tun sollten. Denn es geht auch um ihre Gewissensentscheidung, es geht auch um ihr Gewissen. Wenn sie sich ein Gewissen daraus machen, am Sabbat zum Beispiel etwas zu tun, dann tun sie es nicht. Wohingegen andere sich daraus kein Gewissen machen, und die Bibel sagt hierüber nichts, es ist eine neutrale Beschäftigung, sagen wir einmal, und die können es ohne weiteres dann tun, weil sie nicht gegen ihr Gewissen verstoßen, aber sie sollten es dann nicht tun, wenn sie es in Gegenwart anderer tun würden, von denen sie wissen, dass die sich ein Gewissen daraus machen. Und vielleicht dann aber dazu verführt werden, in Anführungszeichen, es auch zu tun, aber sie tun es mit einer falschen Gewissensentscheidung. Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann sündigt ihr an euren Geschwistern. Also auch hier wiederum ist es wichtig, zunächst einmal sich richtig zu verhalten, seinem Gewissen gemäß, aber natürlich im Hinblick auf das, was die Bibel sagt, und nicht versuchen wollen, anderen ihre eigenen Ideen aufzuzwingen, die aber nicht aus der Bibel zu beweisen sind. Wie sieht es hier mit äußerem Auftreten aus? Wir hatten ein wenig über die innere Einstellung gesprochen, natürlich auch immer gewisse Dinge, die man am Sabbat nicht tun soll, aber wie sieht es mit äußerem Auftreten aus? Nun, am Sabbat, vor allen Dingen, wenn Sie zu einer Versammlung kommen, dann kommen Sie zu Gott, dem Herrscher und König, der über Sie herrscht. Und wenn Sie vor einem König, einem weltlichen König sogar, auftreten, wie würden Sie da angezogen sein? Mit offenem Hemd? Mit Jeans? Mit zerrissenen Kleidern? Oder mit Kleidern, die mehr offenbaren, als dass sie verdecken, gerade auch für Frauen? Wie würden Sie vor der Königin Elisabeth erscheinen, sagen wir einmal, wenn Sie also eingeladen wären, im Buckingham Palace, sagen wir mal, einen Orden zu erhalten, wie das so einige dieser berühmten Stars letztlich getan haben. Selbst da war ich irgendwie sehr erstaunt, wie gut die angezogen waren, die verstanden. Sie kommen hier vor einen König, eine Königin. Wir kommen am Sabbat in einer Versammlung vor dem Herrscher und König dieser Welt. Das bedeutet, dass wir uns dementsprechend anziehen sollen. Es gibt ein sehr interessantes Gleichnis. Das ist ein Gleichnis, das natürlich auf gewisse geistliche Dinge eingeht, aber durchwohl eine physische Variante hat.
das man physisch sehen kann. Schauen wir uns dies an, Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22, angefangen in Vers 8. Es geht hier um die königliche Hochzeit. Ein Gleichnis, wenn Christus zurückkommt, schauen Sie, er der König. Er sprach zu seinen Knechten, das ist eigentlich der Vater hier, der spricht. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Die haben sich alle entschuldigt, die wollten alle nicht kommen. Die hatten irgendwelche großartige Entschuldigungen, warum sie nicht kommen konnten. Großartig in ihren Augen. Aber der König, der war keineswegs davon beeindruckt. Vers 9, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und was sagt uns Paulus, heute sind nicht viele nach dem Fleisch berufen, die also großartige Weise dieser Welt sind, sondern die Narren dieser Welt, die sind berufen. Diejenigen, die verachtet sind in dieser Welt. Ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Einige, die sind mehr gut in ihren Augen, die leben mehr gerecht als die anderen, die wissen, dass sie böse sind, wie zum Beispiel die Prostituierte, die kam, um Christus die Füße einzusalben. Aber das heißt nicht, dass die böse blieben. Schauen Sie, aber die waren von Natur aus, sagen wir mal, mehr böse, aber die verstanden das auch und die bereuten. Vielfach ist es so, dass die sogenannten Guten eine schwierigere Zeit haben zu bereuen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie bereuen müssen. Der Hiob, der hatte sehr große Schwierigkeiten zu erkennen, dass er selbstgerecht war und diese Selbstgerechtigkeit bereuen musste. Der hatte alles so getan, wie es dem Buchstaben nach richtig war, aber er kannte sich selber nicht und Gott musste ihm dies zeigen. Also die brachten jetzt herein, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Und da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Schauen Sie, die kamen alle von der Straße, aber die hatten sich alle hochzeitliche Gewänder angelegt. Die hatten verstanden, hier ist eine Gelegenheit, vor dem König des Universums zu erscheinen. Da muss man auch in richtiger Weise angezogen sein, wenn wir das jetzt physisch sehen wollen. Es geht natürlich auch um die geistliche Einstellung. Die hatten ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Aber hier war einer, der hatte gemeint, es sei nicht notwendig. Der könnte kommen, wie er gerade so von der Straße herkam, so mit offenem Hemd und mit Jeans und möglicherweise noch nicht mal Schuhe an den Füßen und so weiter und so fort. Ungekämmt, unrasiert, ungewaschen. Der sprach zu ihm, Vers 12, Freund, wie bist du denn hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und er verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft in die Finsternis hinaus. Der wird seine Zähne klappen und heulen. Und viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Schauen Sie, es geht hier auch um nicht nur die geistliche Komponente. Christus bringt das Gleichnis, um den Menschen auch etwas Physisches zu zeigen. Und die haben das auch kapiert, die haben das auch verstanden. Die verstanden, wenn man zu einem königlichen Mahl geht, dann muss man dementsprechend angezogen sein. Das gleiche gilt für Sabbatversammlungen. Wenn Sie zur Sabbatversammlung kommen, erscheinen Sie vor dem Herrscher und König des Universums. Schauen Sie, in unserer westlichen Welt bedeutet dies, dass man angemessen, in angemessener Weise sich kleidet. Grundsätzlich einen Anzug als Mann anhat. Eine Krawatte. Ein sauberes Hemd, dass man rasiert ist, dass man die Haare gekämmt hat, keine langen Haare als Mann trägt, das verbietet die Bibel deutlich. Und als Frau das Gleiche, wie gesagt, dementsprechend in angemessener Weise gekleidet zu sein. Nicht zu viel zu offenbaren, wie ich eben schon sagte, nicht zu viel in Juwelen und anderem Geschmeide daherzukommen, aber die Bibel verbietet auch nicht, dass man überhaupt keinen Schmuck tragen darf. Es ist alles eine Frage der Balance. Es kommt darauf an, dass man versteht, dass man sich Gott, dem Herrscher des Universums, nähert. Und so haben wir in der Kirche des ewigen Gottes und auch in unseren anderen Gemeinden in England und natürlich auch in Amerika, Church of the Eternal God in Amerika, Global Church of God in England, Church of God Christian Fellowship in Kanada, wir haben schon seit vielen, vielen Jahren klar und deutlich gemacht, dass wir, wenn wir uns am Sabbat versammeln, uns auf diese Weise versammeln. Es kommt natürlich auch auf die Kultur an. Zum Beispiel in Hawaii, wo ich das Laubhüttenfest gehalten habe, die Einheimischen dort, die tun sich zum Beispiel keine Krawatte um oder keinen Anzug, aber die haben ihre eigene Art und Weise, sich festlich zu kleiden.
Und sie tun dies. Und das wird akzeptiert. Es kommt also auch auf eine Frage der Kulturen. Aber in der westlichen Welt, wie ich sagte, eine nette Kombination für Männer zum Beispiel ist auch angebracht. Aber nicht mit offenem Hemd, mit Jeans und so weiter. Das ist einfach nicht angebracht, wenn man sich vor Gott, dem Herrn, dem Herrscher der Welt, versammelt. Nun, wie sieht das aber aus, wenn Sie nicht in die Versammlung kommen? Auch da sind Sie nach wie vor am Sabbat in der göttlichen Verbindung. Es geht mir jetzt um die Versammlung. Ich sage nicht, dass man am ganzen Sabbat hindurch diese festliche Kleidung anziehen muss, aber wenn man sich vor Gott versammelt. Nun, wie versammeln Sie sich vor Gott, wenn Sie alleine zu Hause sind? Wir schicken Ihnen Predigten zu oder wir tun sie auf das Internet aufladen. Und die sind eigentlich für den Sabbat gedacht. Nun, ich sage nicht, dass man sie sich nur am Sabbat halten oder anhören kann. Wenn Sie einige von Ihnen, die bekommen die Predigt oder die merken, dass irgendwie auf dem Internet eine neue Predigt aufgeladen ist, die hören sie sofort an, das ist wunderbar. Aber Sie sollten sie eben auch am Sabbat sich anhören. Dafür sind die eigentlich gedacht, diese Predigten. Und wenn Sie die Predigt anhören, dann haben Sie in diesem Augenblick am Sabbat eine Versammlung. Und das bedeutet, Sie sollten sich nicht in ungekämmtem, unrasiertem, ungewaschenen Zustand im Pyjama oder was immer, im Schlafanzug, vor den Computer setzen und sich da die Predigt anhören. Das ist nicht Sinn der Sache. In diesem Augenblick sind Sie in einer Versammlung mit Gott und sollten, genau wie ich es jetzt geschildert habe, auch zu Hause so in dieser Weise sich verhalten. Sich in richtiger Weise anziehen, in festlicher Weise anziehen, einen Anzug anhaben, gekämmt sein, rasiert sein, die Haare gekämmt haben und so weiter und so fort. Schauen Sie, es ist ja auch nicht verkehrt, es ist sogar eine sehr gute Idee, dass man sich einen gewissen Zeitplan setzt und am Sabbat sagt, okay, also hier, das ist die Zeit, wo ich also frühstücke und was immer und sagen wir um 10, um 11, was immer es ist, diese 2 Stunden oder diese 1 Stunde, 15 Minuten, was immer es ist, das ist jetzt die Zeit meiner Versammlung und da werde ich die Predigt mir anhören. Und da werde ich nicht durch andere Dinge belastet sein. Es ist vielleicht eine gute Idee, dann das Telefon abzustellen. Nicht gestört zu werden. Das ist das Ideale. Das ist das, worum es geht. Das mag nicht immer so passieren, aber schauen Sie, es geht darum, dass man den Sabbat auf diese Weise hält, wie man ihn am besten halten kann. Als einen Tag der Freude, als einen Tag der Festlichkeit, als einen Tag zu Ehren Gottes. Und wie gesagt, während der anderen Zeit, wenn man diese Versammlung nicht hat, immer daran denken, dass es nach wie vor eine heilige Zeit ist, diese 24 Stunden. Und dass man da nicht Dinge tut, die man am Sabbat nicht tun sollte. Wie sieht es mit Kindern aus, wenn sie Kinder haben, wenn sie Jugendliche haben? Auch hier möchte ich kurz aus dieser Broschüre vorlesen, denn das ist auch eine Frage. Sagen wir mal, Sie haben jetzt Kinder, die vielleicht jetzt Jugendliche sind oder im Vorstufen, also Vorschulalter sind oder was auch immer, und Sie kommen jetzt zur Wahrheit und Kinder sind natürlich daran gewöhnt, gewisse Dinge am Sabbat zu tun. Wie verhält man sich da jetzt? Nun, ich möchte hier kurz etwas vorlesen. Der Sabbat bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit der Erziehung und Anleitung der Kinder zu befassen. Gott inspirierte Salomo zu den Worten, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Dieser Spruch schließt mit ein, dass wir unsere Kinder zum Beachten des Sabbattages anhalten sollten. Wir sollten jedoch dabei niemals außer Acht lassen, dass auch die herzigsten Kinder im Grunde egoistisch sind und bekanntermaßen nicht das Verständnis besitzen, Gottes Gesetz wie ein Erwachsener zu halten. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sollten größere Kinder zunächst angehalten werden, an diesem Tage stiller und bedachter als sonst zu sein, ein lehrreiches Buch anstelle eines Comicstrips oder ähnlichem zu lesen oder Spiele zu betreiben, wenn man Spiele betreibt, von erzieherischem Wert. Kleinkinder kann man am Sabbat mit ruhigen Spielen beschäftigen. Man sollte Kleinkinder auch dazu anhalten, am Sabbat zumindest während der Versammlung, dieser Zeit der Versammlung, ob sie die jetzt zu Hause für sich selbst abhalten oder mit anderen Gleichgesinnten, ruhig zu sein. Das ist nicht immer einfach. Man muss das den Kindern beibringen während der Woche. Einige haben damit Schwierigkeiten, einige meinen, oh, das können wir nicht. Nun, wir haben jetzt 2 erwachsene Kinder, die selbst Kleinkinder haben. Meine Frau und ich, wir waren in der Lage, das mit unseren Kindern zu tun. Ich weiß nicht, warum das bei anderen nicht möglich sein soll. Allen aber sollte man
früh beibringen, dass es am Sabbat weder Arbeit zu verrichten noch lärmende Spiele geben darf. In verständnisvollem, aber bestimmten Ton sollte man ihnen erklären, dass der siebte Wochentag dem himmlischen Vater heilig ist und dass sie ihre Liebe ihm gegenüber damit erweisen, dass sie an diesem Tage nicht wie sonst laut und ungestüm spielen. Anfangs mag der stille Sabbatverlauf den Kindern etwas ungewöhnlich vorkommen. Es wird sie ärgerlich oder missmutig stimmen, wenn sie nicht das tun dürfen, was ihnen an anderen Tagen gestattet ist. Aber als Vater oder Mutter kann man rechtzeitig vorbeugen, sodass keinerlei Verdruss oder Missstimmung aufkommt. Der nächste Paragraph ist ausgesprochen wichtig. Wer Kinder hat, sollte ihnen viel Zeit widmen, ganz besonders den kleineren Kindern. Für größere Söhne und Töchter sind Spaziergänge, Gespräche im Familienkreis, gemeinsames Bibelstudium mit Schrift, Lesungen und so weiter echte Sabbat-Unterhaltungen, wobei sie zu ermutigen sind, über Gott und den Sabbat Fragen zu stellen. Wenn man methodisch vorgeht, so wird es nicht lange dauern, bei den Kindern den Sabbat zu einem Teil des Familienlebens zu machen. Es kommt darauf an, dass man konsequent ist und dass man die Freude des Sabbats den Kindern gegenüber mitteilt. Ich habe festgestellt, dass gerade am Sabbat Satan sehr wirksam sein kann. Gerade am Sabbat mögen Probleme aufkommen, Gedanken aufkommen, die man die Woche hindurch gar nicht hat. Man sollte sich dessen bewusst sein. Und gerade der Sabbat ist der Tag der Freude Gottes und ein Festtag. Und der muss auch den Kindern gegenüber vermittelt werden. Wenn es um Jugendliche geht, das mag schwieriger sein. Das heißt hier, wenn Gott einem Menschen erstmals seine Wahrheit verständlich macht, so ist dieser zunächst allzu sehr darauf erpicht, dieses neue Wissen weiterzugeben und andere davon zu überzeugen. Das gilt ganz besonders auch für, sagen wir mal, einen Ehepartner, der die Wahrheit erkannt hat, der will jetzt versuchen, dem anderen Ehepartner dies beizubringen, ihn zu bekehren, sie zu bekehren. Wir sagen hier, wir sollten uns dafür hüten, in diesen Fehler zu verfallen. Ich habe auch Predigten gegeben darüber, dass sie keinen anderen bekehren können. Viele sind da, die sind noch nicht mal selbst bekehrt, die sind dabei, sich selbst zu bekehren und wollen das, was sie gelernt haben, anderen schon gleich weiter vermitteln. Bekehren sich zunächst einmal selbst. Und zeigen sie durch ihre Handlungsweise, ihre Verhaltensweise, nicht durch ihre Worte, durch ihre Verhaltensweise, dass zum Beispiel die Wahrheit Gottes die Wahrheit ist, die es sich zu leben lohnt. Mit ihren Worten überzeugen sie niemanden. Durch ihre stille Verhaltensweise können sie einige überzeugen, wie das auch im Petrusbrief geschrieben steht. Frauen, es wird denen gesagt, durch ihr gottgefälliges Wesen, durch ihr stilles gottgefälliges Wesen, können dazu beitragen, dass unbekehrte Männer Gefallen finden an der Wahrheit Gottes. Ihre Worte zerstören mehr, als dass sie helfen. Schauen Sie, das Gleiche gilt für heranwachsende Kinder. Man soll ein gutes Beispiel sein, vielfach durch Taten, weniger durch Worte. Um noch einmal auf die heranwachsende Jugend zurückzukommen, heißt es hier, so sollten wir mit ihr umgehen. Sobald ein Kind sein 10. Lebensjahr überschritten hat, ist seine Persönlichkeit bereits auf ganz bestimmte Weise geprägt und es besitzt auch einen eigenen Willen. Wenn ein Junge oder ein Mädchen beispielsweise daran gewöhnt ist, sich samstags sportlich zu betätigen, kurz sich zu amüsieren, in Anführungszeichen, und wenn man ihm nun plötzlich mitteilt, dass man am Samstag dies und jenes nicht mehr tun darf, kann dies leicht zu einer Rebellion führen, eine ungerechtfertigte, in Anführungszeichen, Freiheitsberaubung, und es kann Widerstand hervorrufen. Es ist sehr wichtig, dies auf richtige diplomatische Weise zu tun. Die Vorteile zu zeigen, nicht die Nachteile, nicht immer zu zeigen, das darf man nicht tun, das darf man nicht tun, sondern zu zeigen, was man tun darf. Eine Familienatmosphäre zu schaffen. Wie zum Beispiel auch Familienausflüge, wie ich sagte, ein kurzes Picknick oder im Garten sich zusammenzufinden und so weiter und so fort. Es ist sehr wichtig, dies auf richtige Weise zu tun, denn sonst werden sie Widerstand hervorrufen und werden nicht das Resultat erzielen, was sie sich gerne vorstellen. Und sie sollten auch Gott um Weisheit bitten, dass sie das auf richtige Weise tun. Und das gilt für ihre Ehepartner, das gilt für ihre Verwandten, das gilt natürlich für ihre Kinder, ihre Jugendlichen. Über Lieder habe ich bereits gesprochen. Es ist nicht falsch, sich Musik anzuhören, auch am Sabbat nicht, aber es sollte dies aufbauende Musik sein. Wie ich sagte, keine seichte Unterhaltungsmusik, die einem ablenkt vom Sabbat. Aber wie gesagt, wir haben
Psalmen, es heißt ja sogar in der Bibel, wir sollen Gott mit Psalmen loben. Wie kann man das tun, wenn man Musik verbieten würde? Es geht auch darum, wenn Sie in einer Versammlung sind, aufmerksam zuzuhören. Nun, das gilt auch, wenn Sie sich eine Predigt anhören oder anschauen, aufmerksam zuzuhören. Sie sollten vor, wenn Sie zu Hause sind, bevor Sie die Predigt beginnen, sich anzuhören, zu Gott beten. Zu Gott darum beten, dass er Ihnen die Weisheit gibt, die Erkenntnis gibt, zu verstehen, was gesagt wird. Sie sollten aufmerksam zuhören. Und Sie sollten dann am Ende der Predigt ein weiteres Gebet sprechen und Amen sagen. Amen bedeutet, ich bin damit einverstanden, was gesagt wird, und ich werde, wenn es um Belehrung geht oder um Aufforderung geht, etwas zu tun, ich werde das tun. Aber das bedeutet natürlich, dass Sie aufmerksam zugehört haben, sonst können Sie hier keinen Amen sagen. Das Gleiche gilt für die Versammlung. Wenn Sie in der Versammlung laufend abgelenkt werden und nicht zuhören, was gesagt wird, wie können Sie dann Amen zu dem sagen, was gebetet wird oder was gesagt worden ist? Also es geht darum, auch wenn Sie zu Hause sind, sich während der Zeit abzukapseln, in dem Sinne, dass Sie sich nicht stören lassen von unnützen Dingen. Und wie gesagt, da gehört auch wiederum Erfahrung hinzu und Weisheit hinzu, das richtig zu tun. Kurz noch ein paar Worte jetzt zu den jährlichen Festtagen. Ich habe letzte Woche, oder vor zwei Wochen, wann immer das war, über das Zehntengesetz gesprochen. Nun, das bezog sich auf den sogenannten ersten Zehnten. Es bezog sich auf die Tatsache, dass Gott von den Menschen verlangt. Nicht nur von Kirchenmitgliedern, es geht um den Menschen, der Gott beraubt, wie Maleachi uns sagt, wenn er den Zehnten und Opfergaben nicht Gott bringt. Den Menschen, nicht nur den Juden, schauen Sie. Aber es geht hier darum, dass dieser Zehnte an Gott zu zahlen ist, an Gottes Kirche heute, an den Leib Christi. Denn Christus ist der Herr über seine Kirche. Aber da gibt es noch einen anderen Zehnten, einen sogenannten Festzehnten, den man so als Festzehnten bezeichnen kann. Er wird auch traditionell gesehen als der zweite Zehnte bezeichnet. Das ist eine Geldsumme, die gleich wiederum 10% sind, jeden Monat, wenn Sie also Gehalt haben, der aber nicht abgeführt wird, dieser Betrag. Der gilt für Sie, der ist für Sie. Wofür? Um die Festtage halten zu können. Schauen Sie, wenn Sie Gottes Gebote befolgen, ausgerechnet und ganz besonders das Laubhüttenfest, wo die Aufforderung Gottes besteht, das Laubhüttenfest für 7 Tage zu halten, wo Gott seinen Namen gesetzt hat. Wie ich sagte, in diesem Jahr ist es für die Kirche des ewigen Gottes in North Wales. Nächstes Jahr vielleicht können wir uns einen Festort in Deutschland uns anschauen, aber wiederum, das kommt alles darauf an, wie Gott das so plant und uns zeigt. Aber um das tun zu können, und man soll während dieser Zeit in vorübergehenden Behausungen leben, damals waren das Laubhütten, heute sind es Hotels und so weiter, das kostet Geld. Wie wollen Sie das bezahlen? Wenn Sie sich darauf nicht vorbereiten, werden Sie nie genug Geld haben, es zu tun. Da ist der zweite Zehnte für da. Mit anderen Worten, Sie legen dieses Geld zurück, sodass Sie dann gerade auch zum Laubhüttenfest genug Geld haben, um eine Reise bestreiten zu können, um das Laubhüttenfest halten zu können mit Gleichgesinnten in Hotels, um sich Essen beschaffen zu können, im Restaurant zu essen. Es ist eine wunderbare Zeitspanne der Freude. Schauen Sie, ich bin seit 1974 getauft und habe im Jahr 1975, denn ich wurde erst nach dem Laubhüttenfest getauft, im Dezember, aber habe seit 1975 das Laubhüttenfest gehalten, die ganzen Jahre hindurch. Ich habe nicht einmal das Laubhüttenfest nicht gehalten. Schauen Sie, es ist immer eine wunderbare Zeit der Freude, wo man also auch Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit dann erklärt bekommt durch die Predigerschaft. Und ich war ja nicht die ganze Zeit hindurch Prediger, ich wurde ja auch erst Prediger, nachher ordiniert. Zunächst einmal war ich für viele Jahre lang ein Mitglied und wurde belehrt, gerade auch während des Laubhüttenfestes. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine wunderbare Zeit das sein wird. Und Gott hat dies für uns geschaffen, dass wir diese Zeitspanne erleben können. Aber wir müssen natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten haben, es zu tun. Und dazu gehört der zweite Zehnte. Es geht also auch darum, dass man geflissentlich dies beachtet. Er ist für Sie, aber er ist für Sie, um Gottes Gebote halten zu können. Einige meinen, sie bräuchten das nicht zu tun und haben dann natürlich nicht genug. Nun, einige von Ihnen, die davon noch nichts gewusst haben, werden möglicherweise nicht genug haben, um dieses Jahr das Laubhüttenfest mit uns in North Wales zu halten. Aber wenn Sie überschüssiges Geld haben und das dazu verwenden können, da ist auch nichts Falsches dabei,
Aber wenn es Ihnen nicht möglich ist, es zu tun, und Sie müssen dieses Jahr das Laubhüttenfest dann in Ihren Wohnsitzen halten, das Prinzip ist das gleiche, Sie sollten es halten. Es hat jährliche Festtage, zwei Festtage, die es dann gibt, die also auch jährliche Sabbate sind, aber Gott sagt, man soll das gesamte Fest hindurchhalten. Auch darüber können wir noch sprechen, wie das zu tun ist. Zunächst einmal muss der Wille da sein, es tun zu wollen. Und dann kann man auch sich darüber unterhalten, wie es dann zu tun ist. Natürlich das Ideale wäre, wenn Sie das Fest mit uns halten könnten im Norden von Wales. Aber wie Gott sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und meinen Sie nicht, Sie könnten es nicht tun. Sie, wenn Gott Ihnen etwas gebietet, dann weiß er auch, dass es zu schaffen geht. Wir mögen manchmal nicht unbedingt wissen, wie, aber Gott wird einen Weg finden. Wie gesagt, zusammenfassend, es geht hier um Festtage der Freude. Es geht hier darum, und ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass ich nicht alle Aspekte des Sabbathaltens heute erklären konnte. Es werden sicherlich noch viele Fragen aufkommen, aber ich wollte Ihnen das als grundsätzliche Bemerkung mitteilen. Es geht darum, den Sabbat in richtiger Weise zu halten. Nicht als ein Joch, aber auch nicht als ein Freibrief, weiterhin die Dinge zu tun, die wir am Sabbat nicht tun sollten. Es geht darum, immer zu begreifen, dass der Sabbat heilige Zeit ist, und zwar die gesamte 24-stündige Zeit hindurch. Heilig zu Gott, heilig für Gott, es ist Gottes heiliger Tag. Aber wie gesagt, es bedeutet nicht, dass man sich jetzt wie in einem Kloster von allem abkapselt, darum geht es keineswegs. Aber es geht darum, dass man selbst sich dessen bewusst wird und klar wird, was der Sabbat bedeutet, was er beinhaltet und wie wir durch unsere Lebensweise anderen die Heiligkeit des Sabbats auf richtige Weise vermitteln können. Denken wir immer daran, der Sabbat ist ein Tag der Freude. Der Sabbat ist ein Festtag. Ein Festtag. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Aber der Sabbat dient der Verherrlichung und der Heiligung Gottes. Er dient auch daran und darum und dafür, sich über die wunderbare Schönheit, die wir immer noch in der Schöpfung sehen können, selbst wenn der Mensch versucht hat, alles das zu verunstalten, was er so in seine Hände bekommen hat. Aber wir können gleichwohl noch die wunderbare Schöpfung erkennen in einigen Situationen, sich daran zu erinnern, dass Gott alles dies erschaffen hat, dass er sie erschaffen hat. Wann hat er sie erschaffen? Denken wir daran, als Gott Adam und Eva erschuf. Danach erschuf er den Sabbat, um diesen Tag heilig zu halten, dass er geheiligt würde, seit Beginn der Schöpfung des Menschen. Sie sind erschaffen worden, um Gott zu dienen, um letztendlich in das Königreich Gottes eingehen zu können, in die Familie Gottes. Das Millennium erleben zu dürfen, als ein verherrlichtes Gottwesen unter Jesus Christus. Und das Millennium ist ja auch wiederum eine Zeitspanne von 1000 Jahren, die mit dem wöchentlichen Sabbat verglichen wird. Denn auch das Millennium wird ja eine Zeit der Ruhe sein, der Ruhe von den Aktivitäten dieser Welt, von Satan beherrscht. Es wird eine wunderbare, herrliche Zeit des Friedens sein, die der wöchentliche Sabbat bereits schon voraussehen kann, dies widerspiegeln kann. So wünsche ich Ihnen einen wunderschönen, herrlichen nächsten Sabbat und auch sehr bedeutungsvolle und herrliche Tage der ungesäuerten Brote und dann der anderen Festtage, die noch kommen werden. Für heute verbleibe ich, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wurde sehr zornig darüber. Fernsehen und Radio. Nun, Radio ist vielleicht heute nicht mehr so populär wie damals, Jahr 1970, als dies geschrieben wurde. Fernsehen, sagen wir mal, und Computer. Internet. Sehr oft wird die Frage an uns herangetragen, ob Fernsehen und Radio hören oder Internet surfen am Sabbat erlaubt sei. Auch hierzu hat Gott keine speziellen Anweisungen gegeben. Das Grundprinzip ist jedoch klar. Gottes Sabbat ist heilig. Das übliche Fernsehprogramm besteht überwiegend aus Sportberichten
Fußballübertragungen, Unterhaltungsfilmen, Varieté-Shows und Ähnlichem. Solche Programme anzusehen, trägt in keiner Weise dazu bei, den Sabbat heilig zu halten. Nun, es mag Filme geben, die zur Heilighaltung des Sabbats beitragen. Auch hier wiederum kommt es auf die richtige Balance an, die richtige Einstellung. Aber es sollte eine Einstellung sein, die dem göttlichen Wesen entspricht. Es heißt hier weiter, man sollte davon absehen, die so wertvolle Zeit des Sabbats vor dem Fernsehgerät zu verbringen. Dasselbe gilt für das Radio. Ich ergänze, dasselbe gilt für Computer heutzutage. Facebook und dergleichen. Es gibt jedoch Ausnahmefälle. So ist zum Beispiel es kein Unrecht, sich am Sabbat die Nachrichten anzusehen oder anzuhören. Gelegentlich werden am Sabbat auch Dokumentarberichte gesendet, die beispielsweise veranschaulichen, wie sich die biblischen Prophezeiungen erfüllen. Ich habe Filme gesehen am Sabbat, die in wunderbarer Weise zeigen, wie herrlich Gott alles erschaffen hat. Die Handlungen zum Beispiel auch von Tieren, die in keinster Weise durch Evolution begründet erklärt werden können. Solche Ausnahmen sind jedoch nicht als Freibrief zu sehen, um stundenlang vor dem Fernsehschirm oder Radio zu sitzen oder vor dem Computer. Damit würde man das Sabbatgebot natürlich brechen. Nun, wenn Sie den Computer dazu benutzen, wie ich gleich noch erwähnen werde, um sich unsere Predigten anzuhören, das ist absolut gerechtfertigt. Das ist sogar eine sehr wunderbare Sache, die man tun sollte am Sabbat. Schauen Sie, es geht um den Zusammenhang, es geht darum, warum man etwas tut. Auch entspannende, angenehme Musik kann am Sabbat angebracht sein. Vermag sie doch, die ruhevolle und erholsame Atmosphäre zu beleben, die zum Sabbat gehört und ihn zu einem besonderen Tag der Freude machen kann. Sich jedoch stundenlang leichte oder sogar seichte Unterhaltungsmusik anzuhören, nur um sich die Zeit am Sabbat zu vertreiben, ist Sünde. Und wenn es um Vertreibung von Zeit geht, den ganzen Sabbat hindurch im Bett zu liegen und zu schlafen, das ist nicht Sinn des Sabbats. Gott freut sich hingegen besonders, wenn wir an diesem Tage Lieder und Psalmen zu seiner Ehre singen oder uns solche anhören. Auch das ist etwas, was wir in den Versammlungen tun. Wir haben unsere eigenen Lieder, die wir dann singen. Und Sie können das auch zu Hause tun. Und wenn Sie wissen wollen, wie, dann kontaktieren Sie mich. Wir schicken Ihnen gerne ein kurzes Picknick oder im Garten sich zusammenzufinden und so weiter und so fort. Es ist sehr wichtig, dies auf richtige Weise zu tun, denn sonst werden Sie Widerstand hervorrufen und werden nicht das Resultat erzielen, was Sie sich gerne vorstellen. Und Sie sollten auch Gott um Weisheit bitten, dass Sie das auf richtige Weise tun. Und das gilt für Ihre Ehepartner, das gilt für Ihre Verwandten, das gilt natürlich für Ihre Kinder, Ihre Jugendlichen. Über Lieder habe ich bereits gesprochen. Es ist nicht falsch, sich Musik anzuhören, auch am Sabbat nicht, aber es sollte dies aufbauende Musik sein. Wie ich sagte, keine seichte Unterhaltungsmusik, die einem ablenkt vom Sabbat. Aber wie gesagt, wir haben Psalmen, es heißt ja sogar in der Bibel, wir sollen Gott mit Psalmen loben. Wie kann man das tun, wenn man Musik verbieten würde? Es geht auch darum, wenn Sie in einer Versammlung sind, aufmerksam zuzuhören. Nun, das gilt auch, wenn Sie sich eine Predigt anhören oder anschauen, aufmerksam zuzuhören. Sie sollten wenn Sie zu Hause sind, bevor Sie die Predigt beginnen, sich anzuhören, zu Gott beten. Zu Gott darum beten, dass er Ihnen die Weisheit gibt, die Erkenntnis gibt, zu verstehen, was gesagt wird. Sie sollten aufmerksam zuhören. Und Sie sollten dann am Ende der Predigt ein weiteres Gebet sprechen und Amen sagen. Amen bedeutet, ich bin damit einverstanden, was gesagt wird, und ich werde, wenn es um Belehrung geht oder um Aufforderung geht, etwas zu tun, ich werde das tun. Aber das bedeutet natürlich, dass Sie aufmerksam zugehört haben, sonst können Sie keinen Amen sagen. Das gleiche gilt für die Versammlung. Wenn Sie in der Versammlung laufend abgelenkt werden und nicht zuhören, was gesagt wird, wie können Sie dann Amen zu dem sagen, was gebetet wird oder was gesagt worden ist? Also es geht darum, auch wenn Sie zu Hause sind, sich während der Zeit abzukapseln, in dem Sinne, dass Sie sich nicht stören lassen von unnützen Dingen. Und wie gesagt, da gehört auch wiederum Erfahrung hinzu und Weisheit hinzu, das richtig zu tun. Kurz noch ein paar Worte jetzt zu den jährlichen Festtagen. Ich habe letzte Woche, oder vor 2 Wochen, wann immer das war, über das Zehntengesetz gesprochen. Nun, das bezog sich auf den sogenannten ersten Zehnten. Es bezog sich auf die Tatsache, dass Gott von den Menschen verlangt, nicht nur von Kirchenmitgliedern,
Es geht um den Menschen, der Gott beraubt, wie Maleachi uns sagt, wenn er den Zehnten und Opfergaben nicht Gott bringt. Den Menschen, nicht nur den Juden, schauen Sie. Aber es geht hier darum, dass dieser Zehnte an Gott zu zahlen ist, an Gottes Kirche heute, an den Leib Christi. Denn Christus ist der Herr über seine Kirche. Aber da gibt es noch einen anderen Zehnten, einen sogenannten Festzehnten, den man so als Festzehnten bezeichnen kann. Er wird auch Füße einzusalben. Aber es heißt nicht, dass die böse blieben. Schauen Sie, aber die waren von Natur aus, sagen wir mal, mehr böse, aber die verstanden das auch und die bereuten. Vielfach ist es so, dass die sogenannten Guten eine schwierigere Zeit haben zu bereuen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie bereuen müssen. Der Hiob, der hatte sehr große Schwierigkeiten zu erkennen, dass er selbstgerecht war und diese Selbstgerechtigkeit bereuen musste. Der hatte alles so getan, wie es dem Buchstaben nach richtig war, aber er kannte sich selber nicht und Gott musste ihm dies zeigen. Also die brachten jetzt herein Böse und Gute und die Tische wurden alle voll. Und da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Schauen Sie, die kamen alle von der Straße, aber die hatten sich alle hochzeitliche Gewänder angelegt. Die hatten verstanden, hier ist eine Gelegenheit, vor dem König des Universums zu erscheinen. Da muss man auch in richtiger Weise angezogen sein, wenn wir das jetzt physisch sehen wollen. Es geht natürlich auch um die geistliche Einstellung. Die hatten ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Aber hier war einer, der hatte gemeint, es sei nicht notwendig. Der könnte kommen, wie er gerade so von der Straße herkam, so mit offenem Hemd und mit Jeans und möglicherweise noch nicht mal Schuhe an den Füßen und so weiter und so fort. Ungekämmt, unrasiert, ungewaschen. Der sprach zu ihm, Vers 12, Freund, wie bist du denn hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und er verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft in die Finsternis hinaus. Der wird seine Zähne klappen und heulen. Und viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Schauen Sie, es geht hier auch um nicht nur die geistliche Komponente. Christus bringt das Gleichnis, um den Menschen auch etwas Physisches zu zeigen. Und die haben das auch kapiert, die haben das auch verstanden. Die verstanden, wenn man zu einem königlichen Mahl geht, dann muss man dementsprechend angezogen sein. Das gleiche gilt für Sabbatversammlungen. Wenn Sie zur Sabbatversammlung kommen, erscheinen Sie vor dem Herrscher und König des Universums. Schauen Sie, in unserer westlichen Welt bedeutet dies, dass man in angemessener Weise sich kleidet, grundsätzlich einen Anzug als Mann anhat, eine Krawatte, ein sauberes Hemd, dass man rasiert ist, dass man die Haare gekämmt hat, keine langen Haare als Mann trägt, das verbietet die Bibel deutlich. Und als Frau das Gleiche, wie gesagt, dementsprechend in angemessener Weise gekleidet zu sein. Nicht zu viel zu offenbaren, wie ich eben schon sagte, nicht zu viel in Juwelen und anderem Geschmeide daherzukommen, aber die Bibel verbietet auch nicht, dass man überhaupt keinen Schmuck tragen darf. Es ist alles eine Frage der Balance. Es kommt darauf an, dass man versteht, dass man sich Gott, dem Herrscher des Universums, nähert, Spiele zu betreiben, wenn man Spiele betreibt, von erzieherischem Wert. Kleinkinder kann man am Sabbat mit ruhigen Spielen beschäftigen. Man sollte Kleinkinder auch dazu anhalten, am Sabbat zumindest während der Versammlung, dieser Zeit der Versammlung, ob sie die jetzt zu Hause für sich selbst abhalten oder mit anderen Gleichgesinnten, ruhig zu sein. Das ist nicht immer einfach. Man muss das den Kindern beibringen während der Woche. Einige haben damit Schwierigkeiten, einige meinen, oh, das können wir nicht. Nun, wir haben jetzt zwei erwachsene Kinder, die selbst Kleinkinder haben. Meine Frau und ich, wir waren in der Lage, das mit unseren Kindern zu tun. Ich weiß nicht, warum das bei anderen nicht möglich sein soll. Allen aber sollte man früh beibringen, dass es am Sabbat weder Arbeit zu verrichten, noch lärmende Spiele geben darf. In verständnisvollem, aber bestimmten Ton sollte man ihnen erklären, dass der siebte Wochentag dem himmlischen Vater heilig ist und dass sie ihre Liebe ihm gegenüber damit erweisen, dass sie an diesem Tage nicht wie sonst laut und ungestüm spielen. Anfangs mag der stille Sabbatverlauf den Kindern etwas ungewöhnlich vorkommen. Es wird sie ärgerlich oder missmutig stimmen, wenn sie nicht das tun dürfen, was ihnen an anderen Tagen gestattet ist. Aber als Vater oder Mutter kann man rechtzeitig vorbeugen, sodass keinerlei Verdruss oder Missstimmung aufkommt. Der nächste Paragraph ist ausgesprochen wichtig. Wer Kinder hat, sollte ihnen viel Zeit widmen, ganz besonders den kleineren Kindern.
Für größere Söhne und Töchter sind Spaziergänge, Gespräche im Familienkreis, gemeinsames Bibelstudium mit Schrift, Lesungen und so weiter echte Sabbat-Unterhaltungen, wobei sie zu ermutigen sind, über Gott und den Sabbat Fragen zu stellen. Wenn man methodisch vorgeht, so wird es nicht lange dauern, bei den Kindern den Sabbat zu einem Teil des Familienlebens zu machen. Es kommt darauf an, dass man konsequent ist und dass man die Freude des Sabbats den Kindern gegenüber mitteilt. Ich habe festgestellt, dass gerade am Sabbat Satan sehr wirksam sein kann. Gerade am Sabbat mögen Probleme aufkommen, Gedanken aufkommen, die man die Woche hindurch gar nicht hat. Man sollte sich dessen bewusst sein. Und gerade der Sabbat ist der Tag der Freude Gottes und ein Festtag. Und der muss auch den Kindern gegenüber vermittelt werden. Wenn es um Jugendliche geht, das mag schwieriger sein. Das heißt hier, wenn Gott einem Menschen erstmals seine Wahrheit verständlich macht, so ist dieser zunächst allzu sehr darauf erpicht, dieses neue Wissen weiterzugeben und andere davon zu überzeugen. Das gilt ganz besonders auch für, sagen wir mal, einen Ehepartner, der die Wahrheit erkannt hat, der will jetzt versuchen, dem anderen Ehepartner dies beizubringen, ihn zu bekehren, sie zu bekehren. Wir sagen hier, wir sollten uns dafür hüten, in diesen Fehler zu verfallen. Ich habe auch Predigten gegeben darüber, dass sie keinen anderen bekehren können. Viele sind da, die sind noch nicht mal selbst bekehrt, die sind dabei, sich selbst zu bekehren und wollen das, was sie gelernt haben, anderen schon gleich weiter vermitteln. Tun dürfen, was ihnen an anderen Tagen gestattet ist. Aber als Vater oder Mutter kann man rechtzeitig vorbeugen, sodass keinerlei Verdruss oder Missstimmung aufkommt. Der nächste Paragraph ist ausgesprochen wichtig. Wer Kinder hat, sollte ihnen viel Zeit widmen, ganz besonders den kleineren Kindern. Für größere Söhne und Töchter sind Spaziergänge, Gespräche im Familienkreis, gemeinsames Bibelstudium mit Schrift, Lesungen und so weiter echte Sabbat-Unterhaltungen, wobei sie zu ermutigen sind, über Gott und den Sabbat Fragen zu stellen. Wenn man methodisch vorgeht, so wird es nicht lange dauern, bei den Kindern den Sabbat zu einem Teil des Familienlebens zu machen. Es kommt darauf an, dass man konsequent ist und dass man die Freude des Sabbats den Kindern gegenüber mitteilt. Ich habe festgestellt, dass gerade am Sabbat Satan sehr wirksam sein kann. Gerade am Sabbat mögen Probleme aufkommen, Gedanken aufkommen, die man die Woche hindurch gar nicht hat. Man sollte sich dessen bewusst sein. Und gerade der Sabbat ist der Tag der Freude Gottes und ein Festtag. Und der muss auch den Kindern gegenüber vermittelt werden. Wenn es um Jugendliche geht, das mag schwieriger sein. Das heißt hier, wenn Gott einem Menschen erstmals seine Wahrheit verständlich macht, so ist dieser zunächst allzu sehr darauf erpicht, dieses neue Wissen weiterzugeben und andere davon zu überzeugen. Das gilt ganz besonders auch für, sagen wir mal, einen Ehepartner, der die Wahrheit erkannt hat, der will jetzt versuchen, dem anderen Ehepartner dies beizubringen, ihn zu bekehren, sie zu bekehren. Wir sagen hier, wir sollten uns dafür hüten, in diesen Fehler zu verfallen. Ich habe auch Predigten gegeben darüber, dass sie keinen anderen bekehren können. Viele sind da, die sind noch nicht mal selbst bekehrt, die sind dabei, sich selbst zu bekehren und wollen das, was sie gelernt haben, anderen schon gleich weiter vermitteln. Bekehren sich zunächst einmal selbst. Und zeigen sie durch ihre Handlungsweise, ihre Verhaltensweise, nicht durch ihre Worte, durch ihre Verhaltensweise, dass zum Beispiel die Wahrheit Gottes die Wahrheit ist, die es sich zu leben lohnt. Mit ihren Worten überzeugen sie niemanden. Durch ihre stille Verhaltensweise können sie einige überzeugen, wie das auch im Petrusbrief geschrieben steht. Frauen, es wird denen gesagt, durch ihr gottgefälliges Wesen, durch ihr stilles gottgefälliges Wesen, können dazu beitragen, dass unbekehrte Männer Gefallen finden an der Wahrheit Gottes. Ihre Worte zerstören mehr, als dass sie helfen. Schauen Sie, das Gleiche gilt für heranwachsende Kinder. Man soll ein gutes Beispiel sein, vielfach durch Taten, weniger durch Worte. Um noch einmal auf die heranwachsende Jugend zurückzukommen, heißt es hier, so sollten wir mit ihr umgehen. Sobald ein Kind sein 10. Lebensjahr überschritten hat, ist seine Person heute zu halten. Nein, die Bibel macht klar und deutlich, dass wir heute nach wie vor den Sabbat halten sollen, die jährlichen Festtage halten sollen. Die wenigsten Christen, diejenigen, die sich Christen nennen, tun dies. Es gibt einige, die den Sabbat halten, aber keineswegs die heiligen Festtage, obwohl die heiligen Festtage auch Sabbat genannt werden in der Bibel.
und noch weniger wissen, wie man überhaupt den Sabbat und die heiligen Festtage halten soll. Die wenigsten wissen es eigentlich, wie man es auf die richtige Weise tut. Es gibt da viele Vorstellungen und Ideen. Manche meinen, man müsste sich jetzt an das Vorbild der Juden wenden. Und vor allen Dingen der orthodoxen Juden, wie die zum Beispiel den Sabbat in Israel halten, in Jerusalem. Und wir sollten begreifen, dass Christus sehr stark die Pharisäer und die Sadduzäer damals dafür angegriffen hat, dass sie aus dem Sabbat und aus den heiligen Festtagen ein Joch gemacht haben. Und er hat ihnen gesagt, wie ihr das tut, wie ihr dies haltet, das ist verkehrt, das ist nicht im Sinne Gottes. Und vielfach ist heute im orthodoxen Christen, orthodoxen Judentum, würde ich einmal sagen, der Sabbat nach wie vor auf diese Weise gehalten. Und da kommen dann unglaublich paradoxe Entwicklungen zustande, wie zum Beispiel jemand, dem gesagt wird, er dürfe am Sabbat keinen Fahrstuhl benutzen. Und er lebt also im 7. Stock in einem Hotel und er muss dann die Treppe herunterlaufen mit seiner Familie, seinen Kindern, um in die Synagoge gehen zu können und kommt dann nachher wieder aus der Synagoge zurück und muss also die Treppen dann 7 Stockwerke hoch ersteigen, weil er keinen Fahrstuhl benutzen darf, weil das eine falsche Auffassung ist, die sich aus einer Stelle im Alten Testament herleitet, wo es heißt, man soll kein Feuer am Sabbat anmachen. Aber es hatte damit zu tun, dass damals an der Stiftshütte gebaut wurde. Und Gott sagte den Israeliten, ihr sollt aber am Sabbat nicht weiter an der Stiftshütte bauen. Und die orthodoxen Juden nehmen die Stelle so, dass sie sagen, man darf am Sabbat kein Feuer anmachen und nicht einmal eine Kerze anzünden oder wie auch immer, die das jetzt sehen wollen. Kerze vielleicht schon, aber keinen Lichtschalter, keine Elektrizität haben und von daher darf man keinen Fahrstuhl benutzen. Schauen Sie, wie unglaublich pharisäisch diese Auffassung ist. Und das ist genau das, was Christus angeklagt hat. Er sagt, ihr habt aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Aber der Sabbat ist ein Tag der Freude. Der Sabbat ist ein Festtag. Er sagte auch, der Mensch war zunächst einmal da. Es heißt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Schauen Sie, eine sehr wichtige Ausdrucksweise. Zunächst kommt der Mensch und dann wird dem Menschen gezeigt, wie er den Sabbat heilig halten kann. Gott hat den Sabbat heilig gemacht. Daraus ergibt sich bereits, dass diese Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang heilig ist, zu einem heiligen Zweck ausgesondert ist, einem Zweck der Freude, dass man sich an Gott und seiner Schöpfung und an dem, was Gott tut, für uns erfreut. Er ist kein Tag des Leids, und ich kam ja auch immer mehr und mehr in die Erkenntnis Gottes hinein, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, je mehr ich lehrte und lernte, wie das zu tun ist. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das für Sie zu tun ist, wenn Sie zurzeit noch nicht in der Lage sind, sich mit anderen Gemeindemitgliedern zu versammeln. Aber zum Beispiel, wenn es um das Laubhüttenfest geht, da würde ich meinen, dass jeder, der die Wahrheit erkannt hat, das Laubhüttenfest zu halten, alles daran setzen sollte, es mit uns in North Wales zu halten, dieses Jahr. Und wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen, da bin ich mir sicher. Es geht auch darum, dass wir nicht versuchen sollten, andere zu verurteilen, wie sie den Sabbat halten. Ein Prinzip findet sich in 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10. Und in Vers 31. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 31. Da ging es darum, dass einige an gewissen Tagen fasten wollten während der Woche und andere nicht. Und die, die fasten wollten, die verurteilten die, die nicht fasteten. Und die, die nicht fasteten, die sahen als lächerlich an, dass die anderen fasten wollten. Und Paulus schreibt hierüber und er sagt, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Schauen Sie, einige können am Sabbat gewisse Dinge tun, so merkwürdig das auch klingen mag, was andere nicht tun sollten. Denn es geht auch um ihre Gewissensentscheidung, es geht auch um ihr Gewissen. Wenn sie sich ein Gewissen daraus machen, am Sabbat zum Beispiel etwas zu tun, dann tun sie es nicht. Wohingegen andere sich daraus kein Gewissen machen. Und die Bibel sagt hierüber nichts. Es ist eine neutrale Beschäftigung, sagen wir einmal. Und die können es ohne weiteres dann tun, weil sie nicht gegen ihr Gewissen verstoßen. Aber sie sollten es dann nicht tun, wenn sie es in Gegenwart anderer tun würden, von denen sie wissen, dass die sich ein Gewissen daraus machen. Und vielleicht dann aber dazu verführt werden, in Anführungszeichen, es auch zu tun. Aber sie tun es mit einer falschen Gewissensentscheidung. Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann sündigt ihr an euren Geschwistern.
Also auch hier wiederum ist es wichtig, zunächst einmal sich richtig zu verhalten, seinem Gewissen gemäß, aber natürlich im Hinblick auf das, was die Bibel sagt, und nicht versuchen wollen, anderen ihre eigenen Ideen aufzuzwingen, die aber nicht aus der Bibel zu beweisen sind. Wie sieht es hier mit äußerem Auftreten aus? Wir hatten ein wenig über die innere Einstellung gesprochen, natürlich auch immer gewisse Dinge, die man am Sabbat nicht tun soll. Aber wie sieht es mit äußerem Auftreten aus? Nun, am Sabbat, vor allen Dingen, wenn Sie zu einer Versammlung kommen, dann kommen Sie zu Gott, dem Herrscher und König, der über Sie herrscht. Eben als der Zeitpunkt der Veröffentlichung, aber was hier geschrieben steht, ist nach wie vor sehr wichtig und sehr richtig. Und ich möchte Ihnen jetzt einiges vorlesen aus dieser Broschüre, die sich mit dieser Stelle hier befasst. Da heißt es, was ist mit den in diesen Versen genannten Begriffen Gänge, Geschäfte und Geschwätz im Prinzip gemeint? Mit Gängen sind die werktäglichen Verrichtungen und Laufereien gemeint, wie der Weg zur Arbeitsstätte, Geschäfts- und Finanzangelegenheiten und alles, was mit dem Lebensunterhalt zusammenhängt. Mit anderen Worten, die Tätigkeiten, denen man wochentags nachgeht, sollen unterbleiben. Dazu zählen alle Arbeiten, die zur Beschaffung von Nahrung und Bekleidung nötig sind und die körperliche Anstrengungen erfordern oder erforderlich machen, also jegliche Art von Hausarbeiten, und ich werde gleich noch darauf kurz eingehen, Nähen, Putzen, Autowaschen und dergleichen. All das dient zur Aufrechterhaltung und Vermehrung des materiellen Bedarfs und gehört zu den während der Arbeitswoche zu erledigenden Aufgaben. Zu Geschäften oder besser Beschäftigungen und Vergnügungen zählen die Freizeitbeschäftigungen. Solche zu meiden bedeutet zwar nicht, den Sabbat zu einem Tag strengster Enthaltsamkeit zu machen, aber prinzipiell sollen Gedanken, Zeit und Energie nicht für Hobbys, Sport und sonstige Vergnügungen verwendet werden. Für Tätigkeiten wie Schwimmen, also ans Meer zu gehen, wie das viele Juden heute tun am Sabbat, Angeln, Kartenspielen, Kino, Fernsehen, Bootfahren und dergleichen ist der Sabbat nicht geschaffen worden. Nehmen Sie doch einen beachtlichen Teil unserer Zeit in Anspruch. Dasselbe gilt für alle zeitbeanspruchenden Hobbys wie Basteln, Briefmarken sammeln und so weiter. Unsere Freizeit während der Woche ist hierfür besser geeignet. Bei Geschwätz könnte zur Erklärung der Satz zugrunde gelegt werden, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Gemeint ist, die Dinge des Alltags nicht zum Gesprächsthema werden zu lassen. Wenn man sich also am Sabbat für längere Zeit über den Beruf unterhält, über Hobbys unterhält, über Sportveranstaltungen unterhält, über Filme und so weiter und so fort, das ist nicht der Sinn der Sache. Nun, wir fehlen alle Fehlen der Beziehung. Wir müssen uns darauf konzentrieren, zu begreifen, dass der Sabbat eine heilige Zeit ist. Und insoweit auch dies anzuerkennen und unser Verhalten danach auszurichten. Dies ist, heißt es hier auch, zugegebenermaßen wohl am schwierigsten einzuhalten. Es mag uns zwar gelingen, unsere Arbeit und unsere Vergnügungen hinanzusetzen, doch unseren Gedanken über diese Dinge Einhalt zu gebieten, ist nicht so einfach. Dennoch wäre es verfehlt, wichtig, sich pharisäerhaft zu verhalten. Das ist das andere Extrem, in das man geraten kann. Der Sinn kann nicht sein, keinerlei materielle Dinge erwähnen oder besprechen zu dürfen. Es geht wo? Man darf am Sabbat nur so viele Schritte tun. Gleichwohl, man sollte am Sabbat, und ich lese hier weiter aus dieser Broschüre, keine Wege zu Fuß oder mit dem Auto zurücklegen, die einen so beanspruchen, dass man sich nicht mehr zum Beten und zum Bibelstudien Zeit nehmen kann. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, warum begeht man eine Reise am Sabbat? Was ist der Grund? Solange kein ausgesprochenes Wandern daraus wird, ist ein erfrischender Spaziergang aus göttlicher Sicht durchaus erlaubt. Auch ein Familienpicknick in der frischen Luft ist statthaft, wenn kein allzu langer oder ermüdender Anmarsch dazu nötig ist. Also einige haben gefragt, kann ich zum Beispiel am Sabbat mit einem unbekehrten Verwandten zusammenkommen? Natürlich können Sie das. Schauen Sie, wenn Christus, als er hier auf Erden lebte, wie viele bekehrte Menschen gab es damals? Niemanden. Schauen Sie, er ging am Sabbat in die Synagoge, er wurde dann aufgefordert zu lehren, hat das hin und wieder getan. Er war am Sabbat bei einem Pharisäer eingeladen, hat dort mit dem gegessen, hat dadurch auch gezeigt, durch seine Taten und durch seine Worte, wenn es angebracht war,
wie man den Sabbat hält. Er hat viele Heilungen vollführt am Sabbat, wo die Menschen zu ihm kamen und sich von ihm heilen lassen wollten. Und die Pharisäer, die waren dagegen. Die sagten, nein, ihr sollt euch am Sabbat nicht heilen lassen. Das muss man an anderen Tagen tun. Aber schauen Sie, das Problem ist, wenn man natürlich meint, als Arzt jetzt am Sabbat tätig zu sein oder als Krankenschwester, da liegt ein Problem vor, denn das ist ihr Beruf. Schauen Sie, darum ging es ja Christus keineswegs. Er war ja nicht als Beruf Arzt. Also er hat aber diese guten Dinge getan und er hat auch die Menschen wirklich geheilt. In den meisten Fällen heute können Ärzte und Krankenschwestern niemanden heilen, das wissen wir nur zu gut. In den meisten Fällen, wenn man ins Krankenhaus hineingeht, kommt man aus dem Krankenhaus kränker heraus, als bevor man hineingegangen ist. Wer eine Reise am Sabbat plant, sollte sich vorher folgende Fragen stellen. Was ist der Anlass zu meiner Reise? Ist sie unumgänglich? Findet sie statt zu Gottes Ehre und zur Heiligung seines Sabbats? Oder gilt sie lediglich dem eigenen Vergnügen, das dem Kontakt mit Gott abträglich ist? Zum Beispiel, man kann ohne weiteres am Sabbat, man sollte es sogar, mit dem Auto zu einer Versammlung fahren, auch wenn die eine Stunde oder vielleicht sogar mehrere Stunden entfernt ist. Wenn das ihre einzige Möglichkeit ist, das kann man ohne weiteres tun, das sollte man tun. Ich habe von Fällen gehört in Afrika, wo Menschen 7-8 Stunden lang gewandert sind, um am Sabbat mit Gleichgesinnten den Sabbat halten zu können in einer Versammlung. Also das nenne ich eine Zielvorstellung. Der Grund ist wiederum der, warum tut man es? Man tut es, um Gottes Gebote zu befolgen, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, wenn es möglich ist. Wenn man aber eine Reise begeht, um dann eine Sportveranstaltung besuchen zu können, dies aber am Sabbat bereits noch tut, dann ist das nicht unbedingt Sinn der Sache. Irgendwelche großartige Entschuldigungen, warum sie nicht kommen konnten. Großartig in ihren Augen. Aber der König, der war keineswegs davon beeindruckt. Vers 9. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und das sagt uns Paulus, heute sind nicht viele nach dem Fleisch berufen, die also großartige Weise dieser Welt sind, sondern die Narren dieser Welt, die sind berufen. Diejenigen, die verachtet sind in dieser Welt. Ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Einige, die sind mehr gut in ihren Augen, die leben mehr gerecht als die anderen, die wissen, dass sie böse sind, wie zum Beispiel die Prostituierte, die kam, um Christus die Füße einzusalben. Aber das heißt nicht, dass die böse blieben, schauen Sie, aber die waren von Natur aus, sagen wir mal, mehr böse, aber die verstanden das auch und die bereuten. Vielfach ist es so, dass die sogenannten Guten eine schwierigere Zeit haben zu bereuen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie bereuen müssen. Der Hiob, der hatte sehr große Schwierigkeiten zu erkennen, dass er selbstgerecht war und diese Selbstgerechtigkeit bereuen musste. Der hatte alles so getan, wie es dem Buchstaben nach richtig war, aber er kannte sich selber nicht und Gott musste ihm dies zeigen. Also die brachten jetzt herein, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Und da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Schauen Sie, die kamen alle von der Straße. Aber die hatten sich alle hochzeitliche Gewänder angelegt. Die hatten verstanden, hier ist eine Gelegenheit, vor dem König des Universums zu erscheinen. Da muss man auch in richtiger Weise angezogen sein, wenn wir das jetzt physisch sehen wollen. Es geht natürlich auch um die geistliche Einstellung. Die hatten ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Aber hier war einer, der hatte gemeint, das sei nicht notwendig. Der könnte kommen, wie er gerade so von der Straße herkam, so mit offenem Hemd und mit Jeans und möglicherweise noch nicht mal Schuhe an den Füßen und so weiter und so fort. Ungekämmt, unrasiert, ungewaschen. Der sprach zu ihm, Vers 12, Freund, wie bist du denn hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und er verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft in die Finsternis hinaus. Der wird seine Zähne klappen und heulen. Und viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Schauen Sie, es geht hier auch um nicht nur die geistliche Komponente. Christus bringt das Gleichnis, um den Menschen auch etwas Physisches zu zeigen. Und die haben das auch kapiert, die haben das auch verstanden. Die verstanden, wenn man zu einem königlichen Mahl geht, dann muss man dementsprechend angezogen sein. Das gleiche gilt für Sabbatversammlungen. Wenn Sie zur Sabbatversammlung kommen, erscheinen Sie vor dem Herrscher und König des Universums. Schauen Sie, in unserer westlichen Welt bedeutet dies, dass man angemessen, in angemessener Weise, wenn es angebracht war,
wie man den Sabbat hält. Er hat viele Heilungen vollführt am Sabbat, wo die Menschen zu ihm kamen und sich von ihm heilen lassen wollten. Und die Pharisäer, die waren dagegen. Die sagten, nein, ihr sollt euch am Sabbat nicht heilen lassen. Das muss man an anderen Tagen tun. Aber schauen Sie, das Problem ist, wenn man natürlich meint, als Arzt jetzt am Sabbat tätig zu sein oder als Krankenschwester, da liegt ein Problem vor, denn das ist ihr Beruf. Schauen Sie, darum ging es ja Christus keineswegs. Er war ja nicht als Beruf Arzt. Also er hat aber diese guten Dinge getan und er hat auch die Menschen wirklich geheilt. In den meisten Fällen heute können Ärzte und Krankenschwestern niemanden heilen. Das wissen wir nur zu gut. In den meisten Fällen, wenn man ins Krankenhaus hineingeht, kommt man aus dem Krankenhaus kränker heraus, als bevor man hineingegangen ist. Wer eine Reise am Sabbat plant, sollte sich vorher folgende Fragen stellen. Was ist der Anlass zu meiner Reise? Ist sie unumgänglich? Findet sie statt zu Gottes Ehre und zur Heiligung seines Sabbats? Oder gilt sie lediglich dem eigenen Vergnügen, das dem Kontakt mit Gott abträglich ist? Zum Beispiel, man kann ohne weiteres am Sabbat, man sollte es sogar, mit dem Auto zu einer Versammlung fahren, auch wenn die eine Stunde oder vielleicht sogar mehrere Stunden entfernt ist. Wenn das ihre einzige Möglichkeit ist, das kann man ohne weiteres tun, das sollte man tun. Ich habe von Fällen gehört in Afrika, wo Menschen 7-8 Stunden lang gewandert sind, um am Sabbat mit Gleichgesinnten den Sabbat halten zu können, in einer Versammlung. Also das nenne ich eine Zielvorstellung. Der Grund ist wiederum der, warum tut man es? Man tut es, um Gottes Gebote zu befolgen, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, wenn es möglich ist. Wenn man aber eine Reise begeht, um dann eine Sportveranstaltung besuchen zu können, dies aber am Sabbat bereits noch tut, dann ist das nicht unbedingt Sinn der Sache. Auch hier wiederum geht es um die Balance. Nebenbei gesagt, wenn Sie Kinder haben, die sollten am Sabbat nicht in die Schule gehen. Wir haben in Deutschland vor vielen Jahren sogar eine Gerichtsentscheidung erhalten vom höchsten Gericht, die uns zeigt und sagt, dass unsere Kinder am Sabbat nicht in die Schule gehen brauchen, dass sie auch an den Festtagen, wie zum Beispiel auf Hüttenfest, die ganze Zeit hindurch nicht am Schulunterricht teilnehmen müssen. Die Balance ist wichtig. Wie zum Beispiel steht es mit Lebensmitteleinkäufen am Sabbat? Die Frage wird auch hin und wieder gestellt. Nun in Matthäus 12, die Verse 1 bis 5, zeigt Christus klar und deutlich, dass es nicht verboten ist, sich am Sabbat Nahrung zu besorgen, falls man hungrig ist und nichts zu essen bei sich hat. Das war die berühmte Stelle, wo die Jünger am Sabbat die Ähren ausrauften, um ihren Hunger zu befriedigen. Und die Pharisäer haben sie natürlich gleich wieder angeklagt und verurteilt dafür. Und Christus sagte, warum verurteilt ihr die Unschuldigen? Also Christus machte dies deutlich. Befindet man sich zum Beispiel aus irgendeinem Grunde am Sabbat auswärts, zum Beispiel einige von ihnen, die am Sabbat zur Versammlung fahren, da heißt es hier, es ist kein Unrecht, in einem Restaurant eine Mahlzeit eilt. Ich habe festgestellt, dass gerade am Sabbat Satan sehr wirksam sein kann. Gerade am Sabbat mögen Probleme aufkommen, Gedanken aufkommen, die man die Woche hindurch gar nicht hat. Man sollte sich dessen bewusst sein. Und gerade der Sabbat ist der Tag der Freude Gottes und ein Festtag. Und der muss auch den Kindern gegenüber vermittelt werden. Wenn es um Jugendliche geht, das mag schwieriger sein. Das heißt hier, wenn Gott einem Menschen erstmal seine Wahrheit verständlich macht, so ist dieser zunächst allzu sehr darauf erpicht, dieses neue Wissen weiterzugeben und andere davon zu überzeugen. Das gilt ganz besonders auch für, sagen wir mal, einen Ehepartner, der die Wahrheit erkannt hat, der will jetzt versuchen, dem anderen Ehepartner dies beizubringen, ihn zu bekehren, sie zu bekehren. Wir sagen hier, wir sollten uns dafür hüten, in diesen Fehler zu verfallen. Ich habe auch Predigten gegeben darüber, dass sie keinen anderen bekehren können. Viele sind da, die sind noch nicht mal selbst bekehrt, die sind dabei, sich selbst zu bekehren und wollen das, was sie gelernt haben, anderen schon gleich weiter vermitteln. Bekehren sich zunächst einmal selbst. Und zeigen Sie durch Ihre Handlungsweise, Ihre Verhaltensweise, nicht durch Ihre Worte, durch Ihre Verhaltensweise, dass zum Beispiel die Wahrheit Gottes die Wahrheit ist, die es sich zu leben lohnt. Mit Ihren Worten überzeugen Sie niemanden. Durch Ihre stille Verhaltensweise können Sie einige überzeugen, wie das auch im Petrusbrief geschrieben steht. Frauen, es wird denen gesagt, durch ihr gottgefälliges Wesen, durch ihr stilles gottgefälliges Wesen können dazu beitragen, dass unbekehrte Männer Gefallen finden an der Wahrheit Gottes. Ihre Worte zerstören mehr, als dass sie helfen. Schauen Sie, das Gleiche gilt für heranwachsende Kinder. Man soll ein gutes Beispiel sein, vielfach durch Taten, weniger durch Worte.
noch einmal auf die heranwachsende Jugend zurückzukommen, heißt es hier. So sollten wir mit ihr umgehen. Sobald ein Kind sein 10. Lebensjahr überschritten hat, ist seine Persönlichkeit bereits auf ganz bestimmte Weise geprägt. Und es besitzt auch einen eigenen Willen. Wenn ein Junge oder ein Mädchen beispielsweise daran gewöhnt ist, sich samstags sportlich zu betätigen, kurz sich zu amüsieren, in Anführungszeichen, und wenn man ihm nun plötzlich mitteilt, dass man am Samstag dies und jenes nicht mehr tun darf, kann dies leicht zu einer Rebellion führen, eine ungerechtfertigte, in Anführungszeichen, Freiheitsberaubung. Und es kann Widerstand hervorrufen. Es ist sehr wichtig, dies auf richtige diplomatische Weise zu tun. Die Vorteile zu zeigen, nicht die Nachteile, nicht immer zu zeigen, das darf man nicht tun, das darf man nicht tun, sondern zu zeigen, was man tun darf. Eine Familienatmosphäre zu schaffen. Wie zum Beispiel auch Familienausflüge, wie ich sagte, ein kurzes Picknick oder im Garten sich zusammenzufinden und so weiter und so fort. Es ist sehr wichtig, dies auf richtige Weise zu tun, denn sonst werden sie Widerstand essen. Es ist eine wunderbare Zeitspanne der Freude. Schauen Sie, ich bin seit 1974 getauft und habe im Jahr 1975, denn ich wurde erst nach dem Laubhüttenfest getauft im Dezember, aber habe seit 1975 das Laubhüttenfest gehalten, die ganzen Jahre hindurch. Ich habe nicht einmal das Laubhüttenfest nicht gehalten. Schauen Sie, es ist immer eine wunderbare Zeit der Freude, wo man also auch Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit dann erklärt bekommt durch die Predigerschaft. Und ich war ja nicht die ganze Zeit hindurch Prediger, ich wurde ja auch erst Prediger, nachher ordiniert. Zunächst einmal war ich für viele Jahre lang ein Mitglied und wurde belehrt, gerade auch während des Laubhüttenfestes. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine wunderbare Zeit das sein wird. Und Gott hat dies für uns geschaffen, dass wir diese Zeitspanne erleben können. Aber wir müssen natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten haben, es zu tun. Und dazu gehört der 2. Zehnte. Es geht also auch darum, dass man geflissentlich dies beachtet. Er ist für Sie, aber er ist für Sie, um Gottes Gebote halten zu können. Einige meinen, sie bräuchten das nicht zu tun und haben dann natürlich nicht genug. Nun, einige von Ihnen, die davon noch nichts gewusst haben, werden möglicherweise nicht genug haben, um dieses Jahr das Laubhüttenfest mit uns in North Wales zu halten. Aber wenn Sie überschüssiges Geld haben und das dazu verwenden können, da ist auch nichts Falsches dabei. Aber wenn es Ihnen nicht möglich ist, es zu tun, und Sie müssen dieses Jahr das Laubhüttenfest dann in Ihren Wohnsitzen halten, das Prinzip ist das gleiche, Sie sollten es halten. Es hat jährliche Festtage, 2 Festtage, die es dann gibt, die also auch jährliche Sabbate sind, aber Gott sagt, man soll das gesamte Fest hindurchhalten. Auch darüber können wir noch sprechen, wie das zu tun ist. Zunächst einmal muss der Wille da sein, es tun zu wollen. Und dann kann man auch sich darüber unterhalten, wie es dann zu tun ist. Natürlich das Ideale wäre, wenn Sie das Fest mit uns halten könnten im Norden von Wales. Aber wie Gott sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und meinen Sie nicht, Sie könnten es nicht tun. Sie, wenn Gott Ihnen etwas gebietet, dann weiß er auch, dass es zu schaffen geht. Wir mögen manchmal nicht unbedingt wissen, wie, aber Gott wird einen Weg finden. Wie gesagt, zusammenfassend, es geht hier um Festtage der Freude. Es geht hier darum, und ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass ich nicht alle Aspekte des Sabbathaltens heute erklären konnte. Es werden sicherlich noch viele Fragen aufkommen, aber ich wollte Ihnen das als grundsätzliche Bemerkung mitteilen. Es geht darum, den Sabbat in richtiger Weise zu halten. Nicht als ein Joch, aber auch nicht als ein Freibrief, weiterhin die Dinge zu tun, die wir am Sabbat nicht tun sollten. Es geht darum, immer zu begreifen, dass der Sabbat heilige Zeit ist, und zwar die gesamte 24-stündige Zeit hindurch. Heilig zu Gott, heilig für Gott, es ist Gottes heiliger Tag. Aber wie gesagt, es lehrt von Anfang bis Ende, der Sabbat ist zu halten. Aber die katholische Kirche, so sagen sie, so lehren sie, aufgrund ihrer Machtbefugnis, haben entschieden, dass der Sabbat nicht mehr zu halten sei und dass jetzt der Sonntag zu halten ist. Nun, sie müssen sich entscheiden, ob sie dieser, in Anführungszeichen, Machtbefugnis folgen wollen oder nicht. Aber die protestantische Kirche, die lutherische Kirche und auch andere Kirchen, die sich noch nicht einmal der lutherischen Kirche unterstellen wollen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die lehren, der Sabbat ist nach wie vor auch nicht zu halten und versuchen dann krampfhaft aus der Bibel irgendwelche Stellen herauszuziehen, die das beweisen sollen und versagen dabei kläglich. Aber sie wollen sich der katholischen Kirche natürlich nicht unterstellen, die zumindest zugibt, dass die Bibel den Sabbat lehrt, und kommen damit irgendwelchen hirngespinstigen Ideen.
Sie sagen, ja, Christus kam, um die 10 Gebote abzuschaffen, um sie dann mit neuen Geboten zu ersetzen, aber nicht mit dem Sabbat. Wo doch Christus deutlich gezeigt hat von Anfang bis Ende, wie der Sabbat zu halten ist. Wo doch die Apostel den Sabbat klar und deutlich gehalten haben. Wo Paulus den Heiden gesagt hat, ihr sollt mir folgen, wie ich Christus folge. Christus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Paulus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und er kam zu den Heiden damals und hat sie am Sabbat belehrt. Im Hebräerbrief, so heißt es, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat weiterzuhalten. Okay, die katholische Kirche sieht das zumindest ein. Die evangelische Kirche, die versucht das irgendwie krampfhaft auf andere Weise zu begründen. Luther hat sogar klar und deutlich gesagt, dass die Bibel die Sabbateinhaltung lehrt, aber er wollte nicht, dass man vom Sabbat auf oder vielmehr auf dem Sonntag den Sonntag ablegt und auf den Sabbat zurückgeht, weil er einen unnötigen Aufruhr im Volk vermeiden wollte. Der Sabbat ist nach wie vor zu halten. Und die Frage ist zunächst einmal jetzt, was ist unsere innere Einstellung hierzu? Wie halten wir ihn? Innerlich. Bevor ich dann auf die äußere Verhaltensweise eingehe. Nun, zunächst einmal geht es darum, dass wir erkennen, es ist Jesus Christus, der Herr des Sabbats. Es ist derjenige im Alten Testament, der den Sabbat erschaffen hat. Denn Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Unter anderem auch die Menschen, Adam und Eva. Und er war es derjenige, der dann den Sabbat als eine heilige Zeitspanne festgesetzt hat für den Menschen. Und er sagt uns und zeigt uns, wie man ihn halten soll. Und er wird als ein Festtag beschrieben. Nun, ein Festtag, das ist ein Tag, an dem man nicht unbedingt fastet. Schauen Sie, ein Fasttag ist ja nicht unbedingt ein Festtag, ein Tag der Freude. Es gibt nur einen heiligen Sabbat, an dem gefastet werden muss, und das ist der Versöhnungstag. Aber ich habe auch hierüber bereits schon eine Predigt gegeben und Ihnen gezeigt, dass selbst am Versöhnungstag ein Element der Freude mitschwingt. Nun, das Passa wird auch als ein Fest bezeichnet, obwohl es kein heiliger Tag ist.